Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Das heutige Thema, die Unterbringung von asylsuchenden Menschen in mobilen Raumeinheiten, ist schon intensiv erörtert worden, sowohl in den unterschiedlichen Gremien als auch in der Öffentlichkeit. Dennoch will ich die Gelegenheit nutzen, in wenigen Punkten zusammenzufassen, worüber wir heute eine weitreichende Entscheidung gefällt werden muss. Punkt 1. Wir sprechen heute über eine Vorlage, mit der die Stadt Dresden eine gesetzliche Pflicht erfüllt, die Unterbringung von asylsuchenden Menschen. Wir sprechen nicht über eine freiwillige Leistung, nicht über soziale Wohltaten. Wir sprechen auch nicht darüber, dass Dresden oder irgendeine andere Kommune hier eine Wahlmöglichkeit besitzt. Weder die Frage, wer zu uns kommt, noch wie viele, ist von uns hier als Stadt, als Kommune selbst beeinflussbar. Jeder Politiker hier im Saal oder auch vor der Tür, der etwas anders behauptet, lügt die Menschen wissentlich an. Punkt 2. Die Vorlage, über die wir heute beraten, orientiert sich an den Vorgaben, die der Stadtrat, also Sie selbst, beschlossen haben. Die Verwaltung hat versucht, die von Ihnen als Gremium formulierten Standards so gut als möglich zu erfüllen. Dies hat Auswirkungen auf die Anzahl der Standorte, auf die Größe der Einrichtung und damit auf die Gesamtkapazität der städtischen Unterbringungsplätze. Herr Bürgermeister Kühn und seine Beschäftigten haben zahlreiche Optionen geprüft, beplant und auch wieder verworfen. Herausgekommen sind ursprünglich 9 Standorte, die als geeignet betrachtet wurden. Und ich will eines betonen, wir haben nicht 9 Standorte aus 20, 50 oder 100 möglichen Liegenschaften ausgewählt. Vielmehr sind es nur diese Standorte, die aus Verwaltungssicht kurzfristig für mobile Raumeinheiten genutzt werden können. Punkt 3. Diese Standorte wurden weder heimlich beschlossen, noch werden sie heimlich umgesetzt. Und da sind wir deutlich anders als viele andere Städte unterwegs, die nämlich hier einmal den Rat in der finalen Fassung beteiligen und alle örtlichen Gremien in öffentlicher Sitzung einbinden. Haben sie selber beschlossen und insoweit setzen wir das natürlich als Stadtverwaltung genauso um. Die Anwohner haben ihre Meinungen dazu in den Stadtbezirken und den Ortschaften äußern können. Zahlreiche Briefe und Petitionen sind aufgenommen und bewertet worden. Die Medien haben umfangreich über alle denkbaren Kanäle berichtet. Und auch hier gilt, wer sich hinstellt und behauptet, die Verwaltung würde über die Köpfe der Bürgerschaft hinweg Entscheidungen treffen, schürt bewusst Unruhe und Ängste. Punkt 4. Nach den intensiven Debatten habe ich mich im Einklang mit meinen Kolleginnen Frau Dr. Kaufmann und Herrn Kühn dazu entschlossen, einen Änderungsantrag einzubringen. Wir schlagen vor, 3 Standorte aus unterschiedlichen Gründen nicht zu realisieren. Dies hat Konsequenzen. Denn die Kapazitäten brauchen wir dennoch. Deshalb haben wir in dem Änderungsantrag ganz bewusst Vorschläge unterbreitet, wie wir die Streichung kompensieren wollen. Dies schließt zum Beispiel auch mit ein, dass die Ortschaften selbst Vorschläge unterbreiten müssen und sollen, wie auch dort asylsuchende Menschen untergebracht werden können. Wir haben uns bewusst für diesen Weg in der Vorlage entschieden, die Eigenverantwortung. Wir hatten auch Vorschläge von Standorten, wo wir sagen, die hätten wir jetzt hineinformulieren können. Nein, wir wollen die örtliche Kompetenz dort einbinden und wir wollen sie auch bewusst herausfordern. Punkt 5. Die Prognose der Zuweisungszahlen sagt, dass Dresden mit 2200 Menschen im laufenden Jahr rechnen muss, für die wir dann die Verantwortung tragen. Das heißt, selbst wenn die Vorlage heute beschlossen wird, reicht die städtische Platzkapazität noch nicht aus.
Wir werden im Stadtrat, in Stadtbezirken und Ortschaften und nicht zuletzt der Bürgerschaft weitere Vorschläge zur Unterbringung von Asylsuchenden unterbreiten müssen. Diese Vorschläge müssen sowohl die aktuelle Situation lösen und gleichzeitig auch langfristig dazu führen, dass die mobilen Raumeinheiten irgendwann abgelöst werden können. Punkt 6. Dies alles kostet Geld. Viel Geld. Mehr Geld, als wir ursprünglich eingeplant haben. Und auch mit Blick auf einige Änderungen im gestrigen Finanzausschuss will ich eines klarstellen. Diese Kostensteigerungen sind kein Produkt schlechter Planung. Vielmehr haben wir es mit sich veränderten Prognosen und erheblichen Kostensteigerungen zu tun. Je mehr wir entsprechend auch aufnehmen müssen und je mehr wir aufnehmen müssen in kurzer Zeit, das kann ich auch aus allen Gremien des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, des Deutschen Städtetages berichten. Das geht den Kollegen in den anderen Städten nicht anders. Gleichzeitig reicht die Erstattung von Bund und Ländern längst nicht mehr aus, um die Kosten insbesondere in den Ballungszentren zu decken. Und so viel vorweg. Wir haben ja gestern gespannt dann alle nach Berlin geschaut und dann abends die Nachrichten uns angeschaut, was denn an Ergebnissen da beim Flüchtlingsgipfel in Berlin entstanden ist. Ja, die 1 Milliarde Euro, die der Bund gestern in Aussicht gestellt hat für 2023, ist eine Menge Geld. Aber ganz ehrlich, auch um das vorneweg zu sagen, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb fordern wir auch, und das steht auch im Änderungsantrag drin, eine Spitzabrechnung, die die realen Kosten beziffert und auf dieser Grundlage von Bund und Ländern erstattet wird. Und da ist sowohl der Bund in der Verpflichtung, aber auch der Freistaat Sachsen. Im Augenblick werden die Kosten für eine bundesgesetzlich geregelte Pflichtaufgabe still und leise auf die Kommunen abgewälzt. Punkt 7. Die Vorschläge der Verwaltung sind natürlich nicht alternativlos. Dies gehört zur Ehrlichkeit dazu. Natürlich sind andere Optionen denkbar. Aber ich bitte Sie, eines zu bedenken. Auch für wenige Unterkünfte mit einer höheren Kapazität braucht es entsprechende Liegenschaften. Und auch dann werden Standorte dabei sein, die schon heute diskutiert werden. Was aber noch viel wesentlicher ist, eine neue Planung und neue Standorte werden nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen. Denn auch hier werden wir die Öffentlichkeit, so fordern Sie es ja auch zu Recht, umfassend beteiligen. Dies wiederum wird zwangsläufig dazu führen, dass wir auf Notunterkünfte zurückgreifen. Und auch wenn Sie es nicht mehr hören können, das sind insbesondere Turnhallen und Messe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel zu den Fakten dieser Vorlage. Aber natürlich geht es in der heutigen Debatte auch um mehr. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie die Standorte sich über die Stadt verteilen. Und ich will betonen, uns ist vollkommen bewusst, dass es Stadtteile gibt, die mehr zu schultern haben als andere. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Herr Kiesling hat gestern im Finanzausschuss treffend formuliert, wenn ich das zitieren darf, so oder sinngemäß wiedergeben darf, es geht auch um die soziale Frage. Verwaltung und Stadtrat müssen dieser sozialen Frage in den kommenden Monaten mehr Aufmerksamkeit schenken. Und das heißt in der Realität, dass wir in diese Stadtteile deutlich mehr investieren müssen, als vielleicht bisher geplant. Und im Gegenzug kann dies auch bedeuten, dass Stadtteile, die kaum von Unterbringung und Migration betroffen sind, auch Verzicht leisten müssen. Wir werden unsere Schulnetzplanung, unsere Kita-Planung und zahlreiche andere Förderprogramme genau nach diesem Gesichtspunkt kritisch hinterfragen müssen. Und Sie als Politik müssen dann auch den Mut aufbringen, diese Entscheidungen zu fällen. Und ja, in diesem Zusammenhang müssen wir auch die Stadtbezirksbudgets betrachten. Sicherlich werden zahlreiche Rednerinnen und Redner heute noch auf die Grundsatzfragen von Flucht und Migration zu sprechen kommen. Und ich befürchte, die Emotionen werden dabei entsprechend in Wallung geraten. Deshalb noch einmal mein ganz klarer persönlicher Appell an Sie als Stadträtinnen und Stadträte, aber auch an die anwesenden Gäste.
Hier wird heute nicht die europäische und nicht die deutsche Asylpolitik verhandelt. Hier und heute geht es um die Frage, wie wir als Kommune ein Grundrecht in die Praxis umsetzen. Sehr geehrte Stadträte und Stadträte, vor dem Hintergrund der Debatte habe ich eine Erwartungshaltung an Sie. Egal, welche Position Sie hier vertreten und welchem politischen Lager Sie sich zurechnen. Niemand darf vergessen, dass wir hier über Menschen sprechen. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer sich auf der Flucht befinden und hier bei uns ankommen. Der deutsche Staat prüft jeden in jedem Einzelfall, ob tatsächlich ein Recht auf Asyl besteht. Ich werde es nicht dulden, wenn hier im Rat diese Familien, Männer und Frauen, pauschal verurteilt, diffamiert, kriminalisiert oder gar beschimpft werden. Ich werbe ausdrücklich dafür, dass sich heute eine Mehrheit findet, die es uns ermöglicht, die Planungssicherheit zu erhöhen und Asylsuchende menschenwürdig in unserer Stadt unterzubringen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit steigen wir dann ein in die Debatte. Bevor wir in die Debatte einsteigen, mit Fraktion Die Linke dann beginnt, möchte ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, geschäftsordnend. Wir hatten ja gestern noch mal eine Sondersitzung des Finanzausschusses, in der wir viele, viele Änderungsanträge, die von fast allen Fraktionen gekommen sind, lange diskutiert haben, am Ende abgestimmt haben und daraus ein Kondensat insgesamt heraus erarbeitet haben. Dieses Kondensat hat leider um Haaresbreite nicht die erforderliche Mehrheit, weil es eine Pattsituation war, gefunden, um heute ein federführendes Ausschussvotum darzubieten. Ich würde Ihnen dennoch empfehlen, und dafür würde ich gerne am Anfang abstimmen, dass wir dieses, was wir gestern erarbeitet haben, als Grundlage der Abstimmung dann nehmen und auf dieser Basis Sie dann Änderungsanträge einbringen und auch nochmal sagen, es gab ja, wir haben ja gestern über alles abgestimmt, jetzt neu liegt mir ausschließlich ein Änderungsantrag nochmal von der FDP vor, aber wir sagen, jetzt auf dieser Basis wollen wir nochmal Änderungsanträge einbringen und vielleicht, weil es ja sehr viele waren, sollten wir das dann nie über jetzt Änderungsanträge vorstellen, sondern in der Fraktionsrunde gestalten, was dann nochmal diskutiert wird. Das wäre mein Vorschlag zum Prozess, um das ein bisschen strukturierter und vielleicht mit weniger Aufwand gestalten zu können. Also Vorschlag ist, den ich geschäftsordnend zur Abstimmung stellen würde, dass wir als Abstimmungsgrundlage und Diskussionsgrundlage nutzen, das, was gestern im federführenden Finanzausschuss dann schon mal als Grundlage da war. Gibt es dazu eine Gegenrede? Dann erlaube ich mir, dieses jetzt hier zur Abstimmung zu stellen, sodass ich frage, inwieweit die Beschlussempfehlung, so wie zusammengestellt worden ist gestern, die ganzen Einzelanträge der Fraktionen schon mal bewertet, Ihnen auch als Beschlussempfehlung ausgereicht, aber eben um Haaresbreite noch nicht mit einer Mehrheit versehen, als Beschlussgrundlage gelten soll für die weitere Debatte und Verhandlung heute hier. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.47 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist das erstmal als Grundlage. Jetzt, wie gesagt, würde ich Ihnen empfehlen, dass wir alles das, was als Änderungen dann notwendig sind, Sie dann im Fraktionsrunde machen. Aber dazu gab es nochmal erstmal geschäftsordnende Wortmeldung, Herr Scholbach und dann Frau Scharnetzky. Sehr, ge-
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, da Sie jetzt schon begonnen haben, quasi geschäftsordnend tätig zu werden, würde ich meinen Antrag hier an dieser Stelle anbringen wollen, da es ja um eine sehr bedeutende Entscheidung mit erheblichen Konsequenzen geht, möchte ich darum bitten, dass wenn wir dann die Debatte abgeschlossen haben und bevor wir dann in die Abstimmung der einzelnen Änderungs- und Ergänzungsanträge eintreten, dass wir da eine 10-minütige Auszeit machen. Es gibt ja eine ganze Menge an derartigen Anträgen, dass man auch auf Grundlage der Debatte sich noch mal verständigen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn wir dann die Vielzahl dieser Anträge abgestimmt haben, bevor wir dann in die endgültige Schlussabstimmung eintreten. Das wird dort auch noch mal eine kurze Auszeit einfügen, damit sozusagen sich die Fraktionen untereinander noch mal verständigen können, damit wir dann entsprechend auf dieser Grundlage dann in die Schlussabstimmung gehen können. Vielen Dank. Ich würde das von meiner Seite in der Leitung so zusagen. Ohnehin würde ich jetzt nicht abstimmen lassen, weil ich glaube, das macht Sinn, damit wir auch alle miteinander den Überblick behalten, dass wir so verfahren. Frau Scharnetzky. Ich habe tatsächlich eine organisatorische Frage. Wo finde ich denn das gestern abgestimmte, aber nicht positiv beschiedene federführende Ausschussvotum? FBE, okay. Dann sind dort alle Änderungen mit eingetragen. Gut, danke. So, dann steigen wir jetzt ein in die Fraktionsrunde. Ich hatte gesagt, Fraktion Die Linke ist jetzt an der Reihe mit dem Beginn. Frau Barko, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Vorlage löst keineswegs Begeisterung aus. Geflüchtete in Containern unterzubringen, entspricht nicht unserem Anspruch an eine menschenwürdige Unterbringung. Wir stehen nach wie vor zu den Standards, Geflüchtete nach Möglichkeit in Wohnungen unterzubringen oder in kleinen Heimen. Dennoch sehen wir natürlich die aktuelle Dringlichkeit und halten bei allen Vorschlägen, die jetzt auf die Schnelle Unterbringungsplätze schaffen können, diese Variante für die beste. Es gibt zahlreiche Änderungsanträge aus den Stadtbezirksbeiräten, den Fachausschüssen und auch von einzelnen Fraktionen. All jenen, die Verbesserungen für einzelne Standorte vorsehen, beispielsweise extra Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche oder die Sicherstellung von WLAN, dem stimmen wir zu. Wir als Linke haben einen Änderungsantrag entwickelt, der einige strukturelle Änderungen vorsieht, die auch dringend notwendig sind, um insgesamt bei der Aufnahme von Geflüchteten besser und auch gelassener agieren zu können. Das drängendste Thema ist der soziale Wohnungsbau. Der Wohnungsbau ist im niedrigen Preissegment mittlerweile derart angespannt, dass Menschen mit niedrigem Einkommen schlicht keine freie Wohnung mehr finden, und zwar ganz unabhängig von ihrer Herkunft. Daher muss in den sozialen Wohnungsbau investiert werden und der Bestand an kommunalen Wohnungen muss vergrößert werden. Wir beantragen in unserem Ergänzungsantrag, dass die städtische Wohnungsgesellschaft WID Mittel erhält, damit sie trotz der aktuell gestiegenen Baupreise ihre Bauvorhaben kontinuierlich weiterführt und so die Zahl der preisgünstigen Wohnungen in der Stadt vergrößert. Ein weiterer Punkt ist die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Schulen und Kitas. Wir wollen, dass hier eine längerfristige und strategische Planung erfolgt, dass die aus der Integration folgenden zusätzlichen Bedarf an Personal und Sozialarbeit, um die gesamte Schulklasse bzw. Kita-Gruppe zu betreuen und zu bilden, bereitgestellt werden. Ich freue mich, dass Sie das gerade, Herr Oberbürgermeister, zumindest angedeutet haben, dass das so passieren soll. Auch innerhalb der Stadtverwaltung sehen wir Änderungsbedarf. Gerade die Ämter, die mit der Integration von Geflüchteten zu tun haben, sollen personell zeitweise auch besser ausgestattet werden. Denn insgesamt ist es doch einfach eine ganz simple Rechnung, dass wenn mehr Menschen kommen, natürlich auch mehr Anträge zu bearbeiten sind. Sei es Fragen der Aufenthaltsgenehmigung, zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder auch zur sozialen Begleitung. Und wenn hier keine Personalaufstockung erfolgt, heißt das schlicht im Umkehrschluss, dass bei steigender Zahl von Geflüchteten die Bescheidung länger dauert oder aber, dass im Zweifel auch andere Dinge einfach liegen bleiben, weil das Personal schlicht nicht hinterherkommt. Das wollen wir gerne ändern und haben deswegen in unserem Änderungsantrag uns dafür ausgesprochen, eine zeitweise Ausstockung des Personals in der Ausländerbehörde und im Sozialamt vorzunehmen. Und auch das, Herr Hilbert, haben Sie gerade schon angesprochen, ich freue mich, dass das Gehör gefunden hat, wollen wir in der Stadt für eine Art Ausgleich sorgen.
Denn Geflüchtete sind sowohl in kommunalen Einrichtungen als auch in den Landeseinrichtungen nicht gleichmäßig über die Stadt verteilt. In Gebieten wie Gorbitz und Prohlis zum Beispiel leben schon jetzt deutlich mehr Menschen mit Fluchthintergrund als zum Beispiel in Klotzsche oder am Weißen Hirsch. Und um das anzuerkennen, wollen wir den Stadtbezirken, wo besonders viele Geflüchtete untergebracht sind, eben auch einfach mehr Mittel zur Verfügung stellen, die sie dann vor Ort ausgeben können. Ob sie dann die Mittel für Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen ausgeben oder einfach auch für ganz andere Dinge, die das Leben im Stadtteil verbessern, zum Beispiel auch die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum steigern oder Ähnliches, soll vor Ort entschieden werden. Und abschließend möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, und zwar betrifft das die Containerbeschaffung. So wie alle anderen Kommunen in Deutschland suchen wir jetzt händeringend nach Containern. Firmen, die Container produzieren, können die Preise massiv in die Höhe treiben, weil sie wissen, dass am Ende sowieso irgendeine Kommune den Zuschlag zahlen wird. Und das ärgert uns zutiefst. Und so wollen wir, dass zumindest in der Ausschreibung eine standortbezogene Ausschreibung erfolgt, damit wir hier nicht komplett abhängig sind von nur einem Angebot. Und wir plädieren auch dafür, dass eine Option geschaffen wird, um perspektivisch mehr Handlungsspielraum zu haben und nicht eventuell später mal wieder völlig den Marktpreisen der Container ausgeliefert zu sein. Notgedrungen und unter dem Zeitdruck, unter dem wir jetzt stehen, möchte ich dafür werben, die Vorlage anzunehmen und zuzustimmen und hoffe allerdings sehr, dass viele von den Änderungen und Verbesserungen für die Standorte ebenfalls angenommen werden und hier eingepflegt werden. Dazu sind vor allen Dingen von SPD und Grünen Änderungen zu den Standorten, aber vor allem auch unsere linken Änderungen zu strukturellen und längerfristigen Planungen in der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Integration von Geflüchteten. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde, CDU-Fraktion, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Wie wir die Asylsuchenden in Dresden unterbringen, das ist die entscheidende Frage, die wir heute im Stadtrat beantworten müssen. Die vorgeschlagenen Containerstandorte haben wir von Anfang an kritisch bewertet. Kein Standort ist wirklich dafür geeignet. Es steht aber außer Frage, wir haben die humanitäre Pflicht, wir haben die Verantwortung, die uns zugewiesenen Personen unterzubringen. Wie wir sie unterbringen, darüber darf man nicht nur diskutieren, darüber muss man aus unserer Sicht dringend diskutieren. Und das haben wir intensiv, konstruktiv und sehr sachlich innerhalb der CDU getan. Und dafür ganz herzlichen Dank an die Kollegen. Das Ergebnis ist ein Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion, erfolgt der Maxime, Dresden muss nicht Primus sein, sondern seine Pflicht erfüllen. Und das gilt ganz insbesondere auch für die Bundesregierung. Sie ist für die verfehlte Migrations- und Asylpolitik verantwortlich, die in Dresden und in vielen anderen Städten und Gemeinden uns an die Leistungsgrenze bringt. Ich will das kurz demonstrieren. Wir haben im Jahr 2015 eine Fluchtkrise erlebt. Wir haben im Jahr 2022 an der Grenze Sachsens 60% mehr Menschen aufgegriffen, die illegal in unser Land kommen wollten. Also 60% mehr als im Jahr 2015 und noch um ein Vielfaches mehr sind die Zahlen in diesem Jahr gestiegen. Und das sorgt dafür, dass wir keine Kapazitäten mehr haben, dass wir sie nicht haben, nicht finanziell, nicht personell, nicht logistisch. Die ungesteuerte Migration muss deshalb sofort beendet werden und die Bundesregierung muss handeln. Dafür wollen wir ein ganz klares Signal an den Bund setzen und beauftragen in unserem Antrag den Oberbürgermeister, sich nachdrücklich
unter anderem dafür einzusetzen, dass Asylentscheide an der Außengrenze der Europäischen Union notfalls an der deutschen Grenze zu fällen sind, dass die Asylleistungen von Asylsuchenden, die Sozialleistungen von Asylsuchenden so anzupassen sind, dass alle Fehlanreize ausgeräumt werden. Dass umgehend eine Rückführungsoffensive zu starten ist, um ausreisepflichtige Personen konsequent abzuschieben. Und der Bund muss die finanziellen Mittel für die Unterbringung, für die Betreuung und für die Integration zur Verfügung stellen. Hier hat die Ampelregierung die vorhergehende Unterstützung durch den Bund aufgekündigt. Sie lässt die Länder und Kommunen im Stich. Der Oberbürgermeister hat es gerade dargestellt. Und da ist auch der gestrige Flüchtlingsgipfel für die Kommunen enttäuschend verlaufen. Planungssicherheit gleich null. Und die 1 Milliarde Euro für Länder und Kommunen klingt viel. Aber das sind für Sachsen 500 Millionen Euro. Diese für ganz Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel werden wahrscheinlich nicht einmal für die zusätzlichen Kosten allein in unserer Stadt ausreichen. Wir beraten jetzt über die Unterbringung der Hälfte, nicht einmal der Hälfte, der zu erwartenden Asylbewerber, die bis Ende des Jahres für Dresden prognostiziert sind. Die Stadt rechnet mit 20 Millionen Euro Eigenanteil für die jetzt noch vorgeschlagenen 6 Containerdörfer. Diese Zahlen verdeutlichen, die zusätzlichen Mittel des Bundes, sie reichen hinten und vorne nicht aus, sie sind nicht auskömmlich. Wir fordern von der Bundesregierung eine belastbare Regelung und Planungssicherheit. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, Geld allein löst die Probleme nicht. Wenn wir uns, also wenn Sie uns als CDU fragen, dann wäre uns mehr geholfen, wenn der Freistaat dieses Geld behält und stattdessen nur noch Personen in die Kommunen zuweist, die wirklich eine Bleibeperspektive haben. Und genau das fordern wir in unserem Antrag. Noch problematischer als die finanzielle Belastung ist, dass Unterbringungsplätze fehlen, ist, dass Wohnraum in unserer Stadt fehlt und das Personal für die Betreuung und Sicherheit. Wir sprechen, wie gesagt, über 60% mehr Personen, die illegal nach Sachsen einreisen als 2015. Und hier muss man etwas tun. Es kann so nicht weitergehen. Das heißt auch, wir können uns die bisherigen Standards, die wir hier im Stadtrat verabschiedet haben, nicht mehr leisten. Wir schlagen deshalb vor, die Unterbringung nicht in Containern, sondern in Zelten oder Leichtbauhallen zu realisieren und dies auf wenige und größere Standorte zu beschränken. Das ist kostengünstiger, das braucht weniger Personal und das ist anders als die Container auch nachhaltig. Zelte oder Leichtbauhallen können platzsparend aufbewahrt werden und wir können sie zukünftig bei Havarie- oder Evakuierungsszenarien oder im Katastrophenfall auch nutzen. Dann kommst du zum Schluss, bitte. Würde ich zum Schluss kommen. Leichtbauzelte, sie werden in Leipzig und in anderen Städten genutzt. Das ist für den Übergang eine gute Lösung. Hand aufs Herz, Container für 2 Jahre. Wer von Ihnen glaubt daran, dass sie 2 Jahre stehen werden? Wir sind da höchst skeptisch. Deshalb, wir wünschen uns für diese Standorte die bereits beschlossene und angedachte städtebauliche Entwicklung. So sollten wir Städtebau nicht machen. Neben den Containerlösungen ist die Redezeit wirklich für uns ganz wichtig, Minderjährige anders unterzubringen und setzen auf ein Sicherheitskonzept und weitere Integration. Ich werbe um Unterstützung. Dankeschön. Kurzer Hinweis, das ist kaputt. Die Redezeit wird nicht angezeigt. Nee, die Redezeit wird nicht angezeigt. Vorhin auch schon.
Nee, das linke ist nicht die Redezeit, das rechte ist die Redezeit, was da vorne ist. Das ist der Hinweis also für alle, die hier vorne stehen. Der rechte Ticker läuft dann fleißig ab und dann ist der... Ist das die Redezeit? Vielleicht auch ein kleiner Hinweis. Es ist bestimmt Ihnen nur ein leichter Fehler unterlaufen bei den Nullen, was die Finanzierung angeht. Sie von der 1 Milliarde sprachen Sie von 500 Millionen, kommen im Freistaat an. Das wäre schön. Dann hätten wir wahrscheinlich auch kein Problem, sondern es sind dann 50 Millionen ungefähr. Und deswegen, bevor hier irgendwie dann Fehleindrücke haften bleiben, möchte ich das vielleicht an dieser Stelle korrigieren. Wir kommen zur nächsten Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Dries. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die Debatte um diese Vorlage war in den letzten Wochen eigentlich vor allen Dingen von vielen Detailfragen geprägt. Welcher Standort ist wie geeignet? Wie sollte die Ausstattung sein? Wie sollten begleitende integrative Maßnahmen aussehen? Das sind sicherlich auch alles berechtigte Fragen, aber eigentlich geht es in der Vorlage um viel, viel mehr. Und da bin ich Herrn Hilbert auch dankbar für seine Einbringung und die klare Positionierung, die er dort auch vorgenommen hat. Es geht unter anderem heute um die Frage, ob dieser Stadtrat willens und in der Lage ist, der menschlichen und rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, geflüchtete Menschen in unserer Stadt aufzunehmen, die vor Krieg, vor Verfolgung und vor Gewalt geflohen sind. Ich möchte in der Debatte auch noch mal in Erinnerung rufen, was eigentlich die Konsequenz dessen ist, wenn diese Vorlage und alles dazu abgelehnt werden sollte. Herr Hilbert hat es vorhin noch mal gesagt, wir haben es auch in der letzten Stadtratssitzung noch mal in der Fragerunde herausgearbeitet. Wenn wir heute keine Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete beschließen, dann wären es die Schulturnhallen und dann wären es die Messe sein. Und diesen Punkt, diesen Fakt sollte man auch noch mal bedenken, auch für die Situation, dass vielleicht nicht alle Änderungswünsche, die man zu dieser Vorlage hat, am Ende hier eine Mehrheit finden. Und auch als SPD-Fraktion werden wir das sehr klar bedenken. Wir werden zwar unseren Änderungsantrag, den wir auch gestern im Finanzausschuss gestellt haben, aufrechterhalten, aber für uns ist auch klar, das Ziel muss es heute sein, grundsätzlich diese Vorlage zu beschließen und damit grundsätzlich dafür zu sorgen, dass Menschen, die hier in Dresden ankommen, untergebracht werden. Wer in dieser ganzen Debatte verspricht, mit einer Ablehnung dieser Vorlage, mit einer Ablehnung der mobilen Raumeinheiten dafür sorgen zu können, dass keine Menschen mehr nach Dresden zugewiesen werden, die geflüchtet sind, der belügt die Menschen, der hetzt sie auf und der führt eine unehrliche Debatte. Und ich möchte nochmal an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Stadtrat, auch appellieren, lassen wir uns nicht von einer lauten Minderheit treiben. Es gibt in dieser Stadt viele Dresdnerinnen und Dresdner, die nicht laut schreien, sondern die ihre Energie da rein investieren, geflüchteten Menschen zu helfen, ehrenamtlich aktiv zu sein und diese Menschen hier beim Ankommen und bei der Integration zu unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass dieser Stadtrat diese Menschen heute mit einem klaren Zeichen der Menschlichkeit auch unterstützen wird. Eine zweite sehr relevante Frage, über die wir heute mit dieser Vorlage entscheiden, ist die Frage, in welcher Art und Weise wir geflüchtete Menschen in unserer Stadt unterbringen. Und da ist aus Sicht der SPD-Fraktion völlig klar, dass das eine möglichst menschenwürdige sein muss und dass auch in der Rückschau, in der Zeit seit 2014, man konstatieren muss, der Dresdner Weg mit vielen kleinen Einrichtungen hat sich bewährt. Viele oder die kleinen Einrichtungen bergen deutlich weniger Konfliktpotenzial. Sie befördern eine erfolgreiche Integration der dort lebenden Menschen. Sie sorgen für eine bessere Verteilung der Unterbringung von Geflüchteten über das Stadtgebiet und sie sichern eine gute Betreuung ab. Und deswegen ist auch der Vorschlag und der Weg der CDU der falsche und deswegen werden wir den auch ablehnen. Und ich glaube, auch wenn man 200 bis 600 männliche CDU-Wähler aus Dresden in ein großes Zeltdorf stecken würde, für 2 Jahre, jeder hat 6 Quadratmeter persönlichen Raum, würde das zu großem Konfliktpotenzial führen. Die Frage des Konfliktpotenzials ist keine Frage der Nationalität. Es ist eine Frage der Unterbringungsstandards und wie wir diese Unterbringung organisieren. Und deswegen ist das, was Sie, liebe CDU, beantragt haben, der falsche Weg.
Mal ganz davon abgesehen, dass es für die großen Zeltlager, die Sie vorschlagen, auch keine geeigneten Standorte gibt, wenn Sie behaupten, die Standorte für die mobilen Raumeinheiten seien alle nicht geeignet. Aber natürlich, und damit zu meinem letzten Punkt, natürlich ist nicht alles gut, wenn wir heute diese Vorlage beschließen. Und natürlich sind wir auch als SPD-Fraktion nicht mit allem zufrieden, was dort jetzt drinsteht oder wie das jetzt organisiert werden soll. Es muss sich natürlich nach heute auch noch eine weitere Debatte anschließen und ein weiterer Prozess anschließen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die durch den heutigen Beschluss dann in mobilen Raumeinheiten untergebracht werden, schnellstmöglich in eine dauerhafte Liegenschaften, in ordentliche Unterbringung kommen, die sich wieder an die Kriterien halten, die wir in diesem Stadtrat mal beschlossen haben. Wir müssen auch weiter dafür kämpfen, dass wir eine bessere Verteilung der Unterbringungsplätze über die Stadt bekommen. Deswegen kämpfen wir auch so vehement dafür, dass auch Dresdner Ortschaften ihren Beitrag leisten müssen in der Unterbringung von Geflüchteten. Und das tut diese Vorlage bisher noch überhaupt nicht. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir das Ehrenamt, wie wir die Dresdnerinnen und Dresdner, wie wir Vereine und Initiativen einbinden können und wie wir gemeinsam mit den Menschen integrationsbegleitende Maßnahmen organisieren können. Das ist der Grund, warum wir unseren Änderungsantrag geschrieben haben. Das ist der Grund, warum wir unseren Änderungsantrag aufrechterhalten. Und ich möchte nochmal für die Zustimmung zu diesem werben. Und vor allen Dingen möchte ich dafür werben, dass wir heute das Zeichen der Menschlichkeit setzen und insgesamt dieser Vorlage zu den mobilen Raumeinheiten zustimmen. Vielen Dank. So, wir setzen mit der FDP-Fraktion Frau Termaloni. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in diesem Rat in diversen aktuellen Stunden schon über das Thema Zuwanderung gesprochen, darüber, dass Zuwanderung klar und eindeutig geregelt werden muss in Unterscheidung zwischen Asyl, Flüchtlingsschutz, Einwanderung, dass illegale Migration zurückgedrängt werden und Ausreisepflicht konsequent durchgesetzt wird. Aber das werden wir heute hier im Rat nicht entscheiden. Denn, wie der Oberbürgermeister schon richtig gesagt hat, wir befinden heute nicht über die Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Weder der Oberbürgermeister von Dresden noch der Ministerpräsident von Sachsen sind per Amt in der Lage, groß Außenpolitik zu betreiben. Wir beraten heute über das Wie einer kommunalen Pflichtaufgabe. Und dazu kann es viele Ansätze geben. Der erste Ansatz der Verwaltung war es, Turnhallen und Messe komplett auszusparen und sich auf Containerstandorte festzulegen. Das war zumindest in Bezug auf Turnhallen der absolut richtige Ansatz, denn Schul- und Vereinssport haben in den letzten Jahren durch überzogene Notverordnungen von Land und Bund genügend gelitten. Zahlenmäßig hat sich die Verwaltung bei der Planung der Standorte auf Planzahlen und deren hundertprozentige Deckung festgelegt. Und diese Prognosen für diese Planzahlen waren in der Vergangenheit sehr oft falsch. Im Quartal 4 des letzten Jahres gab es auch eine Planzahl, 1.700, die zugewiesen werden sollten. Laut Asylmonitoring der Landeshauptstadt Dresden waren es aber tatsächlich 1.101. Die Prognosen vorher fielen auch öfter höher aus als die tatsächlich folgenden Zahlen. Und mit diesen Fakten im Hintergrund haben wir uns die Ursprungsvorlage angeschaut. Und an der Ursprungsvorlage haben wir kritisiert, oder kritisieren wir nach wie vor, dass Team Angst am Start ist und zu viele Plätze errichtet werden sollen, mit zu hohen Kosten beim entsprechenden Aufwand, dass die Messe in keiner Weise für Aufnahmekapazitäten eingeplant ist, für übergangsweise Aufnahmekapazitäten, obwohl dadurch eine vorübergehende Nutzung Container gespart werden können, die sonst wahrscheinlich leer stehen würden. Und dass die Standorte nicht mit der notwendigen Sensibilität geprüft wurden. Und dass keine Alternativen zumindest zur Diskussion standen. Jetzt liegt uns ein Änderungsantrag des Oberbürgermeisters vor, der zumindest in die richtige Richtung geht. Reduzierung von Standorten und Plätzen. Wir sehen hier allerdings nochmal die Notwendigkeit von Nachbesserungen, ohne die wir der Vorlage in der Gänze so nicht zustimmen können. Deswegen Änderungsantrag von uns, der offenkundig nicht im System abrufbar ist, allerdings in Papierform mit Ihnen vorliegen sollte. Da geht es um 4 Punkte. Zum ersten der Standort Sachsenplatz, bei dem der Stadtbezirksbeirat Altstadt fraktionsübergreifend Ja gesagt hat, allerdings unter der Auflage, diesen nach Möglichkeit deutlich zu reduzieren. Und mit einem Blick auf die Karte, auf den Stadtbezirk Altstadt, insbesondere auf die Stadtteile Friedrichstadt und Johannstadt, sieht man, wie sich dort
die Unterkünfte Ballen. Und mit dem Beschluss, im ehemaligen Robotron-Areal bis zu 400 weitere Plätze zu schaffen und dem Wissen um die hohen Zahlen der Johannstadt, ist das, was der Stadtbezirksbeirat Altstadt hier gesagt hat und beschlossen hat, absolut richtig. Zweitens, ähnliches Thema, der Altgruppe Zering. Für den Altgruppe Zering schlagen wir zumindest die Prüfung eines Alternativstandorts vor, der deutlich weniger Konfliktpotenzial bietet. Die Unterbringung in Ortschaften lehnen wir aus Gründen der dortigen Infrastruktur ab. Weiterhin wünschen wir uns eine ausführliche Prüfung von Alternativen zu Containern, die zum Beispiel zum Ausgleich von Belastungsspitzen oder als Durchgangsunterkunft genutzt werden können. Zu guter Letzt, agiles Agieren sollte auch für die Verwaltung in diesem Bereich möglich sein. Es kann nicht der richtige Weg sein, pro forma Kapazitäten zu schaffen, ohne gesamtheitliche Maßstäbe für die gesamte Stadtgesellschaft anzusetzen. Wir müssen Unterkünfte schaffen, dürfen aber den Gesamtblick nicht verlieren. Alternative, manchmal auch kurzfristige oder Übergangslösungen, sollten stets in Betracht gezogen werden. Wir in der Landeshauptstadt müssen, wie eingangs erwähnt, eine Pflichtaufgabe erfüllen. Deswegen appelliere ich hier, dass wir heute eine gemeinsame Lösung finden, unter Berücksichtigung auch der von uns eingebrachten Änderungen. Und lassen Sie uns das dann als Stadtrat mittragen. Vielen Dank. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde und als Nächste, jetzt ist mein Zettel hier verloren gegangen, ich glaube, der Herr Nitsche dran. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ein Wort habe ich in der bisherigen Debatte vermisst. Willkommenskultur. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Anträge der Verwaltung eben nicht den Geist von Willkommenskultur atmen, sondern einen Geist von Ausgabekultur, und zwar Ausgabekultur von Steuergeldern in ungeahnter Art und Weise. Nicht nur aus diesem Grund lehnen wir diese Vorlage ab. Wie ist die aktuelle Situation? Migrantenströme ins Land, wie zuletzt in den Jahren 2015 und 2016. Die Stadtverwaltung macht sich Gedanken, wie wir diese unterbringen. Und sie macht dem Stadtrat einen konkreten Vorschlag, so weit, so gut. Schaut man aber etwas genauer hin, erkennt man, dass hier eine Reihe von Fehlern vorliegen. Natürlich beginnt in der Bundespolitik, Frau Arnert hat es angesprochen, die Bundesregierung und die Migrationspolitik seit 2015. Aber wir sind in der Verantwortung in der Kommune, und wir müssen auf die Regelungsmöglichkeiten in der Kommune achten. Die vorliegenden Vorschläge der Stadtverwaltung bezüglich Standorten und Unterbringung lehnen wir ab. Es sind die falschen Standorte, es sind zu viele Standorte und es ist eine zu teure Unterbringung. Das Zurückrudern an drei Standorten hat es schon deutlich gemacht. Die Stadtverwaltung hat eben nicht so genau und ausführlich geprüft, wie es sich vorgegeben hat. Ich mache das mal beispielhaft am Standort Altgurbitzer-Ring. Wir hatten in Gurbitz eine positive Entwicklung bis zum Jahr 2015. Seit 2016 ist es der Stadtteil neben Prolis, in dem dezentral eine zentrale Unterbringung erfolgt. Und diese Belegungspolitik von Wohnungen, die scheinbar dezentral sind, es gibt keinen Großstandort in Gurbitz, aber diese Zentralisierung von Asylbewerbern, die schafft soziale Brennpunkte. Hunderte Gurbitzer haben sich gegen diesen Standort gewandt und Frau Bürgermeisterin Kaufmann diesbezüglich Unterschriftenlisten übergeben. Ich bin gespannt, wie die Bürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister diesbezüglich reagiert. Und in diesem Standort möchte die Stadtverwaltung noch mehr Migranten unterbringen. Und ganz nebenbei, auf der anderen Straßenseite der Kesselsdorfer Straße, auf der Uthmannstraße, plant man jetzt schon einen weiteren Standort mit weiteren 66 Plätzen. Meine Damen und Herren, ich bin gespannt auf die kommenden Proteste und ich bin gespannt auf die Reaktion unserer Stadtspitze. Denn wir fordern, und dazu haben wir einen Antrag, den wir gerne jetzt hätten mitbesprechen können, aber Sie wollten das leider nicht. Wir wollen eine Bürgerbeteiligung bei der Auswahl der Standorte vor Ort, nicht bis nachts halb eins, wie im Stadtbezirksbeirat Kotta hier vor Ort geschehen.
Da saßen wir hier bis 12:30 und haben darüber gesprochen, ob der Standort auf dem Alt-Gurbitzer Ring geeignet ist oder nicht. Und man kann sich vorstellen, dass diejenigen, die in Gurbitz wohnen, nicht bis nachts 12:30 hier im Rathaus in einem anderen Stadtteil zu einer Versammlung gehen. Man erwartet, dass das vor Ort passiert. So, ich bleibe mal bei der Ausgabepolitik. Wir haben, und jetzt mal ein paar Zahlen, wir bekommen für die avisierten Unterkünfte einen Erstattungsbeitrag von 17,5 Millionen. Und die Stadtverwaltung hat uns tatsächlich eine Vorlage vorgelegt mit Gesamtkosten von 47,5 Millionen. Das sind 30 Millionen extra, die die Bürger dieser Stadt zusätzlich tragen sollen. Meine Damen und Herren, das sind 5 Sporthallen oder eine neue Schwimmhalle. Muss man so als Größenordnung. Diese 30 Millionen, Herr Oberbürgermeister, sind übrigens eine freiwillige Leistung. Sie haben vorhin von Pflichtaufgaben gesprochen. Diese 30 Millionen sind eine freiwillige Leistung. Wir müssen überlegen, wollen wir das wirklich freiwillig tun? Oder wollen wir Dresdner Steuergelder sinnvoll für Dresdner ausgeben und nicht für teure Containerstandorte? Damit zu unserem Ersetzungsantrag, von dem sich übrigens die CDU hat beeinflussen lassen. Ich finde das toll. Lernprozesse sind immer wichtig, kenne ich als Lehrer. So, meine Damen und Herren, wir wollen wesentlich günstigere Zeltstandorte. Wir wollen Leichtbauzelte, weil Leichtbauzelte sind alles andere als Campingurlaub. Frau Kaufmann, Sie haben es in der Debatte mal gesagt, man kann 2 Wochen mal in einem Zelt leben. Ja, kann man. Aber das, was wir dort von dem wir da reden, das sind keine irgendwelchen kleinen Zelte. Das sind Großzelte. Und diese Großzelte, die sind nichts Unmenschliches, wie es in den Debatten war, sondern die sind einfach pragmatisch. Für jemanden, der aus einem Kriegsgebiet flieht, ist ein Großzelt eine wesentliche Verbesserung. Für jemanden, der aus einem sicheren Herkunftsland kommt, ist das natürlich keine Verbesserung. Vielleicht wirkt das auf denjenigen sogar abschreckend, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir haben 2 Standortvorschläge gemacht, bei denen wir mit einer hohen Willkommenskultur rechnen. Sind beides keine sozialen Brennpunkte. Und wir wollen mit unserem Ersetzungsantrag auch auf die Problematik Rückführung aufmerksam machen. Herr Oberbürgermeister, Sie haben vorhin die Zahl 2000 Menschen genannt. Ihre Redezeit, wiederholt das nochmal, ist abgelaufen. Menschen, die zusätzlich kommen, entspricht ungefähr derjenigen, die aus dieser Stadt ausreisen müssen. Deswegen der Hinweis zur Rückführungsoffensive. Ich fasse zusammen. Wir wollen eine kostengünstigere Unterbringung an größeren Standorten in Sozialräumen, für die diese Anzahl an Asylbewerbern verträglich ist. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der Fraktion Dissidenten, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Was wir heute hier im Stadtrat machen, ist eine Grundsatzentscheidung. Eine Grundsatzentscheidung, ob wir weiter mit Menschen, die aus Krieg und Vertreibung hier hinkommen, ob wir die menschlich, ob wir die gut aufnehmen wollen oder nicht. Und Frau Arnold, ich bin schon ein wenig wirklich erstaunt über die CDU. Dieses Boot ist voll narrativ und Sie klatschen auch dem Herrn Nietzsche zu. Also ich denke, die Hälfte Ihrer Wähler findet das widerlich und die andere Hälfte wählt das Original. Also ich würde noch mal drüber nachdenken, ob diese Taktik richtig ist. Im Finanzausschuss gestern wurde schon mehrfach gesagt, ist eigentlich ein ganz guter Weg aufgezeigt worden. Es sind viele Anträge noch hinzugekommen. Oberbürgermeister hat sich auch bewegt. Und wir haben jetzt, ich sage mal, was jetzt ist, wir mieten jetzt die mobilen Raumeinheiten, also Container, an. Und in den nächsten zwei Jahren wird die Verwaltung sich auch noch Gedanken machen über Schnellbauweise, über ob man feste Häuser bauen kann, ob man Kitas umnutzen kann und so weiter und so fort. Also wir haben das Thema Flucht und Vertreibung ja nicht nur heute. Wir haben es ja auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und wir müssen immer die Menschlichkeit bewahren. Heute und auch in 2 und in 3 Jahren. Und so gesehen ist dieser Antrag zumindest mal sehr in die richtige Richtung. Punkt 2. Die CDU und
Freien Wähler möchten gerne Zeltstädte machen. Große Zeltstädte, man könnte auch Lager sagen. Und ich könnte einfach nur fragen, geht es Ihnen besser, wenn es den anderen Menschen schlechter geht? Ist das wirklich das Ziel? Herr Nitsche hat es ja wenigstens ausgesprochen. Wir wollen keine Anreize schaffen. Meine Damen und Herren, ein größerer Anteil der Menschen, die jetzt kommen, das sind Ortskräfte aus Afghanistan. Ortskräfte aus Afghanistan, die der Bundeswehr den Arsch gerettet haben. Die haben dort übersetzt, die haben dort für die Logistik mitgesorgt, die haben vor Hinterhalten gewarnt. Das waren quasi Mitarbeiter der deutschen Bundeswehr. Und denen haben wir damals, die Bundeswehr, versprochen, dass wir die mitholen, wenn die Bundeswehr weg ist. Was haben wir gemacht? Wir haben sie dagelassen und ein paar konnten fliehen und jetzt sind ein paar wieder hier. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als die Menschen für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, die in Zeltstädte zu setzen und das auch noch für 2 Jahre. Ich finde das nicht richtig. Dritter Punkt. Still und heimlich. Gestern im Finanzausschuss wurde gebeten, doch seine Worte zu zügeln. Ich versuche es auch. Aber still und heimlich hat die CDU 2 Sachen noch in ihren Antrag reingeschummelt. Mit dem CDU-Antrag wird nämlich der sichere Hafen getötet. Dresden bekennt sich nicht mehr zum sicheren Hafen. Schauen Sie, CDU, wer Ihnen zuklatscht? Gute Taktik. Super gut. Das wird eine tolle Zukunft werden. So, und das Zweite ist, mit diesem, jetzt können Sie gleich wieder klatschen, Hände schon mal vorbereiten, also in diesem CDU-Antrag sollen auch die Standards für die Asylunterkunft, die der Stadtrat 2017 geschaffen hat, wieder abgeschafft werden. Ihr Einsatz. So. Also, in einen Antrag, in eine Vorlage, die zu irgendwie Gegenstand A, mobile Raumeinheiten, noch andere Sachen, die extrem wichtig sind, und Sie haben ja sogar einen Antrag zum sicheren Hafen, zum unsicheren Hafen, heute hier als Einantrag eingereicht, einfach nur reinzusneaken, das ist, ich weiß nicht, was ist das für ein Wort, ich würde sagen, das ist ja irgendwas zwischen gemein und schäbig. Meine Damen und Herren, bevor ich zu meinem Abschlussstatement komme, Herr Hilbert, 2 Arme, ich halte diese Abstimmung für so wichtig, dass wir wissen müssen, wer sich wie verhält. Damit beantrage ich bei der Schlussabstimmung namentliche Abstimmung, und zwar nicht namentliche Abstimmung. So. Interessant. Nö, ich finde das okay. Ich habe den Antrag ja gestellt. So, ich halte das für wichtig, dass wir sehen können, wer wie abstimmt. Und deswegen habe ich das jetzt hier beantragt. Meine Damen und Herren, es ist wirklich traurig, es ist ein wenig traurig, dass man das Grundrecht auf Asyl und das Menschlichsein, die christliche Nähe, Nächstenliebe, dass man Menschen hilft und dass man ihnen nicht irgendwie die Tür zuschlägt und irgendwie Steine in den Weg legt, dass das nicht hier sozusagen Common Sense ist, dass man das hier nochmal extra aussprechen muss. Ich kann sagen, für die Dissidenten, für uns ist das Recht auf Asyl nicht antastbar, für mich als Piraten ist es das auch nicht und das wird sich auch nie ändern. Dankeschön. Als nächste Rednerin Frau Walter für die AfD-Fraktion. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Dresdner Meine Stadtrates. Damen und Herren, diese Form von Bekundungen, welcher Art auch immer, ist nicht zulässig. Und insofern ist das hier nicht umsetzbar. Und entweder Sie setzen sich ordentlich hin oder werden am Ende des Raumes verwiesen. So, ich würde sagen, wir setzen nochmal die Zeit bei Frau Walter zurück und bitte Sie nochmal mitzustatten. 5 junge Menschen, die ideologisch offensichtlich auf Kurs gebracht wurden. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Dresdner Stadtrates. Anfang März erfuhren Sie, die Dresdner Bürgerinnen und Bürger, genau wie wir Stadträte,
als auch die betroffenen Stadtbezirke und Ortschaften aus der Presse von den Plänen des Oberbürgermeisters, Wohncontainer an 9 verschiedenen Standorten für die Dauer von 2 Jahren für die Unterbringung von 842 Asylbewerbern über die Stadt anzumieten. Einen Tag nach der Information der vierten Gewalt erhielten wir dann die Vorlage über die 47,5 Millionen teure Planung. Begleitet wurde dies von Herrn Hilbert damals, daran scheint sie sich heute nicht mehr zu erinnern, mit der abwatschenden Argumentation, die Sie alle auch in der Dreikönigskirche hören konnten, egal was Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, dagegen vorzubringen haben und egal was wir im Stadtrat beschließen, die Unterbringung der Asylbewerber, da haben Sie auch recht, ist gesetzliche Pflichtaufgabe, die Standorte in der Vorlage sind alternativlos, es sei denn, man nutzt Turnhallen und Messe. Nicht zu vergessen der Seitenhieb im März, ausgerechnet vom Bildungsbürgermeister, dass dort, wo man den Standort ablehnt, Turnhallen in Erwägung gezogen werden. Friss oder stirb, Herr Hilbert, ist aber kein Konzept für eine mündige, selbstbewusste Dresdner Bürgerschaft. Das haben Sie bzw. Ihre Bürgermeister Herr Kühn und Frau Dr. Kaufmann in den zurückliegenden Diskussionen in der Dreikönigskirche und in den betroffenen Ortschaften und Stadtbezirken deutlich erfahren. Und wie Ihre heutige Rede zeigt, auch einigermaßen verstanden. Ich kann allen Bürgerinnen und Bürgern nur Mut machen, verstecken Sie sich nicht, haben Sie keine Angst, Nein oder Ja zu sagen. Entsprechend Ihren Erfahrungen, Erkenntnissen, Ihrer Lebenswirklichkeit und Ihren Überzeugungen. Wir schweigen viel zu oft und lassen Ideologen über unser tägliches Leben bestimmen. Wer von Ihnen hier im Saal, so wie ich, bereits 2015 im Stadtrat vertreten war, der dürfte in den letzten Wochen das eine oder andere Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben. Da wurden Familieneinquartierung versprochen, Sicherheitskonzepte und Wachschutz, eine 24-7-Betreuung und so weiter und so fort. Ich habe das alles 2015 schon einmal hautnah erlebt in der Diskussion um das Asylheim in unserer Ortschaft, ich betone das, in Papritz. Und keines dieser Versprechen wurde dort dauerhaft umgesetzt. Die einzige Familie, die Papritz je gesehen hat, bestand aus einem Vater mit seinen 2 halbwüchsigen Söhnen. Ansonsten ausschließlich junge Männer, die die Anwohner ordentlich in Trab halten. Einer der Bewohner aus Papritz wurde 2020 stadtweit bekannt durch den Messerangriff auf ein schwules Paar in Dresden, bei dem einer der beiden Männer verstarb. Auch 24/7 Wachschutz war nach einem halben Jahr obsolet. Eines unserer Leichtathletikmädels konnte sich aufgrund ihrer Schnelligkeit und Ausdauer noch nach einem sexuellen Übergriff retten, indem sie 5 Kilometer panisch nach Hause rannte. Als ich dann nach den Anrufen der Trainerin und der Mutter in das Asylheim fuhr, musste ich erst mal lange jemanden suchen, der überhaupt für irgendwas verantwortlich ist. Und als ich fragte, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen wollen und was der vor Ort Verantwortliche tut, damit sowas nicht mehr vorkommt, hielt er mir einen Zettel mit Piktogrammen vor die Nase, die der Aufklärung dienen soll. Ich war fassungslos. Ich mache auch noch mal deutlich, ich kriminalisiere nicht die Allgemeinheit, sondern ich erzähle hier diese berühmten Einzelfälle, von denen wir seit 8 Jahren tagtäglich in der Presse lesen. Im Kleinen wie im Großen, aber eins wird derzeit deutlich. Die Asyl- und Migrationspolitik ist krachend gescheitert. Und wie die Ergebnisse des gestrigen Flüchtlingsgipfels in Berlin zeigen, ist doch keine dauerhafte Lösung in Sicht. Man tut, was man immer getan hat. Man versucht, die immer größer werdenden Probleme mit Geld zu lösen, das den Bürgern hinterher wieder aus der Tasche gezogen wird. Ja, nun sehe ich, dass ich nur noch 1 Minute Zeit habe. Bei dem Thema fällt mir sehr viel ein. Wir werden allerdings jetzt im Stadtrat natürlich heute zu den Standorten sprechen. Wir werden als AfD ein klares Nein zu der aktuell stattfindenden unkontrollierten Masseneinwanderung, insbesondere auch über die Hotspots der tschechischen-polnischen Grenze, als auch aus sicheren Drittstaaten und die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber, ohne dieses Nein werden wir diese Probleme nicht lösen. Und ein konsequentes Nein bedeutet für uns als AfD auch Nein. Nein zu jeglichen weiteren Belastungen der Dresdner Bürgerschaft, Nein zur weiteren Gefährdung des sozialen Friedens und der Sicherheit in unserer Stadt, Nein zu Beschimpfung und Herabwürdigung von Menschen, die sich nicht den illusorischen Vorstellungen von Linksgrün anpassen wollen, die nicht, Herr Drews, wie Sie das ausdrückten, eine kleine, laute Minderheit sind, sondern viele, viele Menschen, die jahrzehntelang mit ihrer Lebensleistung dazu beigetragen haben, dass Sie als junger Berufsideologe in Dresden gut leben können. Vielen Dank. So, nur zur Richtigstellung. Es ist nie von uns alternativlos dargestellt worden, sondern wenn wir nichts beschließen, ist die Unterbringung Pflicht.
Und dann sind Objekte der Notunterbringung zu nutzen. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen und gesagt, wenn Sie Standorte nicht wollen, müssen Sie alternative Vorschläge machen. Und dazu stehen wir, und das weise ich auch noch mal eindeutig hier drauf hin. So, wir kommen zum Abschluss der Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Scharnitzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Interessierte. Ich möchte mich zunächst gerade auch im Eindruck der letzten Rede bei allen bedanken, einschließlich unseres Oberbürgermeisters, die heute hier klar Haltung gezeigt haben an diesem Pult, die sich bekannt haben zu Menschenwürde, zu Rechtsstaatlichkeit. Und ich möchte mich vor allen Dingen auch bei den Menschen bedanken, die gerade vor dem Rathaus Haltung zeigen, schon den ganzen Nachmittag Haltung zeigen, bei Annalena Schmidt und bei Lutz Hoffmann, die hier, glaube ich, wirklich eine ganz beeindruckende Initiative zeigen und damit auch ein beeindruckendes Zeichen setzen, und bei allen, die da mitgemacht haben. Unsere Aufgabe heute, das wurde schon mehrfach gesagt, ist nicht mehr und nicht weniger als eine menschenwürdige Unterkunft. Es geht hier nicht um Ideologie, es geht um Rechtsstaatlichkeit. Frau Arnert, auch Container sind nicht wirklich geeignet, Zelte sind maximal eine Notlösung. Das ist der Punkt. Wir als Grüne sind der Meinung, dass Container, und das ist für uns tatsächlich auch ein schmerzhafter Kompromiss, auch eine Lösung sein können, jetzt in diesem Kompromiss, um Übergangswohnungen zu sein für Menschen, die herkommen. Wir sehen das Wohnungsproblem, deswegen ist das Wohnungsproblem, wenn Sie sich mal unsere Beschlussgrundlage heute anschauen, auch schon im Beschlusstext mit eingeflochten, in dem nämlich die WID besser ausgestattet werden soll, um genau diese Wohnungen, die wir eben brauchen, bezahlen zu können, um die bauen zu können und um dann eben auch diese Übergangswohnungen irgendwann mal wieder abbauen zu können. In meiner Perspektive ist der heutige Beschlusstext mit all den Änderungen, die von Linken, das ist ja auch von Frau Barkow noch mal umfänglich vorgestellt worden, von der SPD und auch von uns Grünen eingebracht worden und gestern dann auch im Finanzausschuss schon mit drin gelandet sind, ist heute eine solide Grundlage, hier jetzt noch mal diese Entscheidung zu treffen, wie sie eben von Herrn Kühn und von Frau Dr. Kaufmann gemeinsam erarbeitet wurde seitens der Verwaltung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Darstellung hier auch insofern erschreckend, als dass ich die SBR-Voten keinesfalls so lese, dass wir die Menschen quasi kurz davor sind, irgendwelche Barrikaden anzuzünden oder dass der soziale Friede völlig fragil ist. Im Gegenteil, in 3 Stadtbezirksbeiräten gab es ein zustimmendes Ausschussvotum, in mehreren Stadtbezirksbeiräten gab es auch durchaus sehr, sehr knappe Entscheidungen. Also ich sehe da genauso wie Vincent Treff sehr, sehr viele Menschen, die bereit sind, sehr, sehr viel zu leisten, um sich dieser Aufgabe zu stellen, um sich dieser Verantwortung zu stellen. Und ich fände es mehr als peinlich, wenn wir als Stadtrat dazu nicht in der Lage wären. Wenn Sie mich jetzt beleidigen, dann sage ich es dem Herrn Hilbert, okay? Weil vor uns haben Sie beleidigt, da wurde es nicht gehört, aber nur als kleiner Hinweis. Ich bin der Überzeugung, die Zivilgesellschaft braucht bei dieser Aufgabe Unterstützung. Ja, wir brauchen eine effektiv und gut arbeitende Verwaltung, die die Fälle zügig und konzentriert abarbeitet, aber wir brauchen auch Unterstützung für die Zivilgesellschaft. Wir sind tatsächlich nicht der Überzeugung, dass das SBR-Budget da der richtige Hebel ist, einfach weil wir auch sehen, wie das SBR-Budget bisher verausgabt wird, sondern auch wir sind der Meinung, dass man da nochmal über andere Lösungen nachdenken muss. Ich möchte nochmal dezidiert was zur CDU sagen, weil ich da wirklich auch deutlich schockiert war in den letzten Tagen. Ich fand heute das, was Ihr neuer Bürgermeister gesagt hat, sehr erfrischend und sehr mutmachend. Verwaltung hat die Aufgabe, Dinge möglich zu machen. Ja, Verwaltung hat sich dieser Aufgabe gestellt und hat die dezentrale Unterbringung in Dresden möglich gemacht. Das ist der Vorschlag, den Sie uns heute hier vorlegen. Das ist der Vorschlag, den Sie haben. Das, was Sie ansprechen, die Zelte in Leipzig, sind nicht annähernd so große Standorte wie das, was Sie hier für Dresden fordern. Und es ist ja tatsächlich die Frage, und die haben Sie nicht beantworten können. Mich würde noch mal interessieren, ob Sie die vielleicht noch beantworten, aber gleichzeitig würde mich dann auch die Stellungnahme der Verwaltung dazu interessieren. Wo sollen denn diese Zeltstandorte sein? Wo führt denn das dazu, dass man das sozial verträglich gestalten kann? Wo ist es denn so, dass es den Menschen zugemutet werden kann, derartig große Zeltstandorte in die Nachbarschaft zu setzen? Das ist ja völlig widersprüchlich. Und gleichzeitig muss man doch mal ehrlich sein, es ist doch nicht so, dass sich Zeltstädte irgendwie schneller einrichten lassen würden, abgesehen davon, dass 2015 die Landeshauptstadt schon mal sehr, sehr schlecht in den Schlagzeilen war mit genau so einer Initiative damals seitens des Freistaates.
Zeltstädte müssen lange laufen, um wirtschaftlich zu sein. Container können kurzfristig auch anders genutzt werden. Und ein letzter Punkt noch zur CDU. Am meisten empört hat mich ehrlich gesagt in ihrer Antragslyrik, dass sie allen Ernstes die Missstände im sächsischen Schulsystem geflüchteten Menschen in die Schuhe schieben, indem sie sagen, das Schulsystem wird überfordert in dem Moment, wo noch mehr geflüchtete Kinder in die Schule kommen. Die Probleme in unserem Schulsystem, die haben wir wirklich an anderer Stelle und die liegen seit 30 Jahren in CDU-Hand. Natürlich ist in unserer Perspektive die ganze Stadt gefordert, auch die Ortschaften. Die können wir hier nicht aus der Verantwortung lassen. Und ich möchte auch noch mal sagen, wer hier heute gegen den Kompromiss Container stimmt, gefährdet den viel zitierten sozialen Frieden, weil sowohl riesige Standorte als auch die Unterbringe in Messe- und Schulturnhallen keine bessere Lösung sind. Ganz zum Schluss noch ein letztes Statement. Wir machen hier Kommunalpolitik. Ich möchte alle weiteren Rednerinnen bitten, sich daran zu orientieren und das auch zum Thema zu machen. Danke. So, meine Damen, meine Herren, bevor wir jetzt in weitere Redner einsteigen, hat hier auch der Ausländerbeirat ein Rederecht. Das hat er gewünscht. Und deswegen darf ich Herrn Dr. Schinner nach vorne bitten für seinen Redebeitrag. Und danach sind in der weiteren Reihenfolge der Wortmeldung Herr Hannig und Herr Kiesling dran. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Anwesende, wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, nämlich die Unterbringung von Asylsuchenden. Die Bedingungen zur Unterbringung sind sehr wichtig, damit die Menschen hier sinnvoll integrieren können. Zelte, Leichtbauhallen, Messe oder Turnhalle lehnt der Integrations- und Ausländerbeirat ab. In den letzten Wochen ist sehr viel unkontrovers diskutiert worden. Fakt ist auch, wir sind nach unseren humanitären Verpflichtungen in der Verantwortung, die Schutzsuchenden menschenwürdig unterzubringen. Ein guter Kompromiss in dieser schwierigen Zeiten und Situation ist der Text der Beschlussempfehlung vom Finanzausschuss von gestern. Punkte 6 und 7 von diesem Ausschuss sind von unserem Beirat übernommen worden und aufgenommen worden. Ich bitte alle demokratischen Parteien, dieser Beschlussempfehlung vom Finanzausschuss heute so zu stimmen, auch wenn sie gestern noch ganz knapp abgelehnt worden ist. Der Integrations- und Ausländerbeirat hat einen Punkt mehr in seinem Ergänzungsantrag zur Vorlage 2082 aus 23, nämlich, dass die mobilen Raumeinheiten auf 2 Jahre begrenzt sind. Wir vom Integrations- und Ausländerbeirat empfehlen weiterhin dem Stadtrat, dass die mobilen Einheiten auf 2 Jahre begrenzt lassen oder sind. Einen wichtigen Satz von meinerseits, bevor ich zum Schluss komme. Bitte und nochmals meine Bitte, treffen Sie eine verantwortungsvolle Entscheidung im Interesse der Geflüchteten in unserer Stadt. Es geht um Mitmenschen und ich schließe mich im Wesentlichen mit den Äußerungen vom Herrn Oberbürgermeister und Herrn Treves an. Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Schinner, für den Integrations- und Ausländerbeirat. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Rednern. Wie gesagt, zunächst Herr Hannig, dann Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen und Kolleginnen hier im Stadtrat, liebe Dresdner und liebe Presse insbesondere. Ich habe gehört und gelesen, dass es alternativlos sei, diese Containerdörfer an diesen Standorten, wie die Landeshauptstadt sie vorgeschlagen hat, zu errichten. Der Oberbürgermeister hat vor wenigen Minuten das korrigiert und hat gesagt, er hätte das nie behauptet, es wäre nicht alternativlos. Man hätte um Alternativen gebeten. Und ich möchte Ihnen ganz sachlich berichten, was mir ein Bürger zur Kenntnis gegeben hat, ein Investor, der Landeshauptstadt Dresden am 15.12. folgendes Angebot unterbreitet hat. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bezüglich eines geplanten Containerdorfs für Flüchtlinge möchte ich Ihnen folgendes Angebot unterbreiten. Vorab war es nicht optimal, das Anforderungsprofil der Stadt Dresden für ein Containerdorf nicht zu kennen. Anfragen diesbezüglich blieben unbeantwortet. Konkret an die Presse selbst reden, stelle ich Ihnen die kompletten E-Mails zur Verfügung, falls irgendjemand da Beweis haben möchte. Ja. So. Aus Recherchen ist bekannt, dass für die Unterbringung von Flüchtlingen wohl bundesweit mindestens 7 Quadratmeter Wohnfläche gerechnet wird, Ausnahme Bayern. Dort wird mit 9 Quadratmetern gerechnet. Bekannt ist mir nicht, ob die Stadt Dresden separate Sanitäreinrichtungen wünscht oder ob die Sanitäreinrichtungen jeweils im Wohncontainer vorhanden sein sollen. Bekannt ist nicht, ob die Stadt Dresden eine kleine Pantry pro Wohncontainer wünscht oder wie die Nahversorgungssituation gelöst wird. Diese Unbekannten erschweren das Erstellen eines Angebotes. Ich selbst als Investor halte eine Wohnfläche von 7 Quadratmetern pro Person als absolute Untergrenze, welche auch nur temporär als Notlösung eingesetzt werden sollte, und würde lieber im Rahmen einer menschlichen Unterbringung mit einer leicht größeren Wohnfläche rechnen. Mein Vorschlag wären Container mit einer größeren Abmessung, ich erspare mir die Zahlen, insgesamt 21 Quadratmeter anstatt der von der Stadt Dresden geplanten 14 Quadratmeter. Mit den kleinen Standardcontainern lässt sich bei einer Belegung von 2 Personen pro Container gerade noch die Mindestanforderungen erfüllen. Sanitäreinrichtungen sind nicht mehr machbar, es müssen Toilettencontainer gestellt werden. Die etwas größeren Container mit 21 Quadratmetern lässt eine Doppelbelegung zu und kann zusätzlich pro Container ein Duschbad mit WC, Dusche und Waschbecken beinhalten. Optional kann eine Spüle und der Kühlschrank installiert werden und so weiter. Ich will Sie nicht langweilen damit, aber könnte es noch. Ich langweile Sie damit. Also dieser Bürger hat also ein Containerdorf vorgeschlagen und hat darum gebeten, dass die Landeshauptstadt Dresden sich damit befasst. Das hat er am 15.12. nachweislich getan. Er hat gesagt, er ist Eigentümer eines Privatgrundstücks, das er bebauen wollte. Er würde aber in Ansehung der Notsituation das Grundstück der Stadt vermieten und die Container dort selber errichten. Er hat im Übrigen der Landeshauptstadt Dresden vorgerechnet, dass die Landeshauptstadt damit auch eine ganze Menge Geld sparen könnte. Zitiere ich doch nochmal aus der E-Mail. Die von Ihnen genannten kalkulierten Kosten von 30 Euro pro Person und Tag kann ich mit der Stellung eines jeweils größeren Containers halten bzw. deutlich unterbieten. Die von Ihnen genannten kalkulierten Kosten, also bei einem Containerdorf mit sogar 300 Betten, würde ich 3% unter den von Ihnen veranschlagten Preisen von 30 Euro bleiben. Bei jedem weiteren Containerdorf könnte ich das Angebot verbessern. Bei einer Unterbringung von maximal 1200 Betten verringert sich der Preis um 12%. Warum schlage ich Ihnen oder warum erkläre ich Ihnen das? Dieses Grundstück, das hier betroffen ist, ist ein privates Grundstück am Stadtrand von Dresden. Im Bebauungsplan, mit diesem B-Plan, ist die Unterbringung, die gewerbliche Unterbringung von Menschen bereits festgeschrieben. Dieses Grundstück müsste weder gekauft werden noch gepachtet oder irgendwas. Es muss kein Baurecht geschaffen werden. Es besteht Baurecht. Das Grundstück ist erschlossen. Es grenzt am Nachbargrundstück der Landeshauptstadt Dresden an. Und der Bürger, der mir das hier geschickt hat, der Investor, der politisch überhaupt gar nicht auf unserer Seite verortet ist. Deswegen seien Sie schön vorsichtig, wie Sie rumschreien. Das ist nämlich ein Grüner, Bekannter aus Baden-Württemberg, der sich hier stark gemacht hat für Dresden. Dieser Investor hat gesagt, ich würde euch dort die Dörfer hinbauen, zeitlich begrenzt, und zwar skalierbar. Für 120 Leute rechnet sich's vielleicht nicht. Ich würde es auf 300 rechnen. Man kann das skalieren, man kann das bis zu 1200 Leuten aufbauen. Sagen Sie mir doch mal, was passiert. Dieses Angebot hat der Investor am 15.12. unterbreitet. Am gleichen Tag, und jetzt kommt mein Kritikpunkt, warum ich mich hierher stelle, am gleichen Tag hat die Landeshauptstadt Dresden die Bitte erhalten per E-Mail, Herr Kühn, ja, teilen Sie uns doch bitte mal die Rahmenbedingungen mit, von denen Sie sprechen.
Am 19.12. hat der Investor erneut schriftlich darum gebeten, Rahmenbedingungen zu bekommen, um ein besseres Angebot machen zu können, wenn die Stadt ein besseres Angebot will. Am 20.12. hat die Landeshauptstadt Dresden gesagt, wir schicken Ihnen die Rahmenbedingungen zu, wenn Sie sie brauchen. Am 22.12. hat Herr Kühn bzw. sein Ressort den Antrag ohne großartige Begründung oder diesen Vorschlag abgelehnt. Man hat also geschrieben, sehr geehrter Herr, kommen Sie baten, bitte zum Schluss. Ja, ich muss es also dann zusammenfassen, wenn ich es nicht mehr vorlesen kann. Man hat ihm also geschrieben, Ihr Angebot kommt für die Landeshauptstadt Dresden nicht in Betracht. Und das ist das, was mich am allermeisten ärgert. Wir diskutieren hier über alle möglichen angeblich alternativen Angebote. Und wir diskutieren darüber, den Schülern, den Sportlern ihre Sporthallen wegzunehmen, weil es angeblich nicht anders geht. Weil wir nicht informiert worden sind über viele andere Angebote. Die erfahren wir aus der Presse, wie letztens, dass das Hotel zur Verfügung stehen könnte. Oder die erfahren sie heute von mir, weil ich von einem Bürger die E-Mails zugespielt gekriegt habe. Und weil der gesagt hat, helfen Sie mir. Das ist doch nicht lauter, das ist nicht fair. Es gibt Alternativen. Wir brauchen nicht unbedingt Zeltstädte. Und wir brauchen erst recht nicht unseren Leuten die Turnhallen wegnehmen. Wir müssen nur offen sein. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Herr Oberbürgermeister, ich habe doch gesagt, es ist nicht alternativlos. Schlagen Sie uns doch was Besseres vor. Ja, ob es nur besser ist. Herr Kühn hat den Vorschlag. Über das besser ist, können wir dann noch diskutieren. Ja. Es gibt für meistens eine Gründe, also Herr Kühn, was die Verwaltung Angebot geprüft meines, hat. Ihre Redezeit ist jetzt vorbei. Und bevor Sie sich einen Ordnungsruf einhalten, würde ich das auch dann einhalten. So, dann kommen wir zum nächsten Redner. Das ist Herr Kiesling und dann kommt Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich Sie mit auf eine kleine Zeitreise nehme, aus der dann am Ende auch Anmerkungen zur aktuellen Vorlage herauskommen. Ich möchte Sie mitnehmen in das Jahr 1907. Dort fand in Stuttgart der Internationale Sozialistenkongress statt. Da sind viele interessante Fragen debattiert worden, die uns heute noch in fast gleicher Art bewegen. Die Frage der Gleichstellung von Mann und Frau wurde bearbeitet, die Frage von Krieg und Frieden und auch die Frage der Ein- und Auswanderung von Arbeitern. Damals noch nur in der männlichen Sprechweise, es kam dort niemandem komisch vor. Ich werde dann ein paar Texte davon verlesen, bitte also um Entschuldigung, dass ich es nicht angepasst habe, sondern soweit es geht original gelassen habe. Die Größenordnung dieser Veranstaltung will ich kurz nicht ins Gedächtnis rufen, sondern Ihnen darstellen. Es waren Delegierte da aus 25 Ländern. Es waren 884 Delegierte. Und zur Eröffnung dieser Veranstaltung waren auf dem Cannstätter Wasen 60.000 Arbeiterinnen und Arbeiter anwesend, die damals Fragen dieser Tiefe verstanden haben, verfolgt haben und sich dafür interessiert haben. Und die Gemengelage bei der Frage der Ein- und Auswanderung von Arbeitern war folgende. Die Vertreter aus den Ländern, die Auswanderungsländer waren natürlich der Meinung, man muss sie auswandern lassen, man muss ihnen freien Weg ebnen, damit sie ein besseres Leben in den Einwanderungsländern führen können. Und die Vertreter der Einwanderungsländer, die hatten Sorge, dass das, was sie im Klassenkampf schon errungen hatten, durch die einwandernden, billigeren Arbeitskräfte wieder zerstört wird. Das ist in etwa die Diskussion, die wir heute haben. Ich will Ihnen vorlesen, was am Ende die Resolution war. Ich kürze es etwas. Der Kongress erklärt, die Ein- und Auswanderung der Arbeiter sind vom Wesen des Kapitalismus ebenso unzertrennliche Erscheinungen wie Arbeitslosigkeit, Überproduktion und Unterkonsum der Arbeiter. Sie sind oft ein Mittel, um den Anteil der Arbeiter an der Arbeitsproduktion herabzusetzen. Und nehmen zeitweise durch politische, religiöse oder nationale Verfolgung anormale Dimensionen an. Der Kongress vermag ein Mittel zur Abhilfe der durch die Ein- und Auswanderung für die Arbeiterschaft etwa drohenden Folgen nicht in irgendwelchen ökonomischen oder politischen Ausnahmeregeln zu erblicken, da diese fruchtlos und in ihrem Wesen reaktionär sind. Also insbesondere nicht in einer Beschränkung der Freizügigkeit und in einem Ausschluss fremder Nationalitäten. Dagegen erklärt es der Kongress für eine Pflicht der organisierten Arbeiterschaft, sich gegen die im Gefolge des Massenimports unorganisierter Arbeiter eintretende Herabdrückung ihrer Lebenshaltung zu wehren.
Der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, welche in vielen Fällen dem Proletariat eines auf hoher Entwicklungsstufe des Kapitalismus stehenden Landes aus der massenhaften Einwanderung entstehen. Er sieht jedoch in der auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen von der Einwanderung kein geeignetes Mittel, sie zu bekämpfen. Und dann hat er Maßnahmen beschlossen. Ich will Ihnen einfach eine der Maßnahmen vorlesen. Die Maßnahme, die er beschlossen hat, die waren damals, es muss geben einen gesetzlichen Arbeitsschutz durch die Verkürzung des Arbeitstages, Einführung eines Minimallohnsatzes und Regelung der Heimarbeit, strenge Aufsicht über die Wohnverhältnisse. Einer der Delegierten hat gesagt, die Auswanderer sind die unglücklichsten Glieder der großen Arbeiterfamilie. Es wäre unsozialistisch, noch Maßregeln gegen sie zu verhängen. Wir müssen ihnen vielmehr zu Hilfe kommen. Und jetzt muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit welcher Klugheit damals dieser Konflikt gelöst wurde. Nämlich auf der einen Seite durch einen sehr hohen moralischen, solidarischen Anspruch und auf der anderen Seite aber durch eine Akzeptanz und ein Verständnis dafür, dass eine Einwanderung eben für die, die schon da sind, Folgen hat. Und das ist die Fehlstelle in unserer Diskussion, auch heute wieder. Es wird über die, die schon da sind, kaum geredet. Wir reden über Zeltstädte versus Container, wir reden über Kosten, wir reden über Quadratmeter, wir reden aber kaum über das, was es mit den Menschen macht, die hier bereits wohnen. Ich danke meiner Fraktion, dass sie das gemacht hat, nämlich an drei Stellen. Bei der Frage des sozialen Wohnungsbaus, bei der Frage der Bildung und auch bei der Frage der Entlastung der Stadtbezirke, die die größten Lasten bei der Integration tragen müssen. Und ich nehme zur Kenntnis, dass der Oberbürgermeister an dieser Stelle ein Stück entgegengekommen ist. Wir werden dann in unserer Auszeit sehen, ob das reicht, um zuzustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Krüger, dann Frau Dr. Schöps. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger auf der Empore und im Livestream, ich spreche jetzt mal nicht von den Cannstätter Vasen, sondern von den ganz realen Zahlen hier, die mit dieser Vorlage verbunden sind. Man muss es schon einmal deutlich sagen, dass es ein Unding ist, dass erst gestern, also nicht mal 24 Stunden vor dieser entscheidenden Sitzung des Stadtrates, eine Finanzausschusssitzung zu dieser Vorlage gab. Und das auch nur, weil aus den Reihen des Sozialausschusses diese Forderung aufgemacht wurde. Das ist umso bemerkenswerter, als dass es bei dieser Umsetzung der Pläne des OB und der Verwaltung zu den Asylunterkünften hohe zweistellige Millionenbeiträge braucht. Ich glaube schon, dass wir alle hier im Rat, aber vor allem Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, ein Recht darauf haben, genau zu erfahren, was hier auch finanziell auf uns zukommen könnte. Weder in der Ursprungsvorlage der Verwaltung noch im Änderungsantrag des OB waren auch nur annähernd vollständige Zahlen genannt. Eine genaue Aufgliederung aller zu erwartenden Kosten, Fehlanzeige. Das hatte bereits im Februar das Rechnungsprüfungsamt gerügt und eine Aufschlüsselung der Kosten gefordert. Gestern erfuhren wir im Fachausschuss, dass es noch hohe Beträge gibt, die bisher uns vorenthalten wurden. Nur ein Beispiel, die Kosten für die Sicherheit für Security. Sicher ein richtiger Batzen Geld angesichts hoher Personalkosten und Sicherheit 24/7, die notwendig ist. Zudem ist nicht klar, wie viel Geld im Haushalt tatsächlich noch zur Verfügung steht. Dresden hat, wie wir alle wissen, auch die Leistung der schon früher zu uns gekommenen zu tragen und auch für weitere mehrere Tausend seit 2 Jahren zu uns geflüchtete Ukrainer zu schultern. Umso wichtiger ist es daher, die Forderung unserer Fraktion, zumindest bei der Unterbringung Maß und Mitte zu bewahren und alternative Unterbringungsmöglichkeiten in die Diskussion zu bringen. Schauen wir nach Leipzig. Immerhin hat Rot-Rot-Grün dort eine stabile Mehrheit und auch einen SPD-OB. Das Klima soll auch in Leipzig nicht anders sein als hier. Dort geht, worum es soll auch hier nicht gehen, eine Unterbringung in Zelten und in Leichtbauhallen. Geräuschlos über die Bühne. Zudem können dort im Vergleich zu uns da erhebliche Beiträge gespart werden. Sich mit solchen finanziellen Erwägungen zumindest auseinanderzusetzen,
sollte das Gebot eines jeden verantwortlich haltenden Stadtrates und der Verwaltung sein. Es ist schon ein Unding, dass uns heute eine Vorlage zur Entscheidung vorgelegt wird, ohne dass ein halbwegs verlässliches Preisschild dransteht. Die Risiken sind offenbar so hoch und nur schwer kalkulierbar, dass dem OB gestern eine Bemerkung über die Lippen rutschte, die von möglicher Haushaltssperre sprach. Ich habe hier heute nur ein paar wenige persönliche Gedanken zur Vorlage geäußert. Wichtig ist mir, dass alle Kolleginnen und Kollegen sowie Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt ungefähr erahnen können, was auf uns zukommt. Dass ich dieser Vorlage meiner Zustimmung nicht geben kann, sollte damit bestens begründet sein. Recht vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin Frau Dr. Schöpsen und Herr Aschenbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ersten Worte Herrn Kiesling. Ich bin ja selbst Kind eines Kriegsflüchtlings, und zwar aus Schlesien. Und ich sage Ihnen, mir ist jede Form von Klassenkampf oder Sozialismus oder gar Kommunismus völlig fremd und fernliegend. Als finanzpolitische Sprecherin meiner Fraktion will ich Sie jetzt nicht mit trockenen Details langweilen. Herr Krüger hat schon einen Teil angesprochen, nur so viel. Erstens, es geht hier um unser aller Steuergeld. Zweitens, die Vorlage lässt uns über die tatsächlichen finanziellen Folgen für die Stadt im Unklaren. Es soll ja erst später beschlossen werden, angeblich, was dann wirklich die finanziellen Auswirkungen sind und wo das herkommen soll. Und drittens, es ist völlig egal, ob die Rechnungen nun vom Bund, vom Land oder von der Stadt gezahlt werden. Es ist halt unser Geld. Und jeder Euro, der für unkontrollierte Massenzuwanderung ausgegeben wird, der wird, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, am anderen Ende möglicherweise für Bildung, Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und andere wichtige Dinge nicht zur Verfügung stehen. Es ist unseren Bürgern längst nicht mehr vermittelbar, dass Milliarden an Steuergeldern in illegale Migranten investiert werden, aber für sie selbst immer weniger Geld übrig ist. Nach den heutigen Worten des Oberbürgermeisters scheint uns ja genau das bevorzustehen. Er hat ja gesagt, die Stadtbezirksbeiräte sollen das Geld anders verteilt kriegen und auch für wichtige Projekte soll das Geld anders verteilt werden. Das wollen wir natürlich nicht. Wo nicht die Vernunft, sondern das politisch-moralische Prinzip das Handeln der Politik bestimmt, ist das Chaos vorprogrammiert. Auch nach dem gestrigen Flüchtlingsgipfel ist ein ernsthafter politischer Wille, das Problem zu lösen, anstatt nur zu verwalten, weiterhin nicht erkennbar. Auf Ankündigungen und Gerede, ob nun vor Herrn Kretschmer, Herrn Schuster oder anderen, gebe ich und viele andere Bürger schon lange nichts mehr. Im Klartext heißt es nur noch mehr Geld für noch mehr Flüchtlinge. Von Seiten der Stadtspitze wurde die massive Kritik der Dresdner Bürger an der Asylpolitik wiederholt als Totschlagargument der humanitären, mit dem Totschlagargument der humanitären Verpflichtung abgebügelt. Illegale Massenzuwanderung ist aber keine Naturgewalt, kein gottgewolltes Schicksal, sondern eine Folge falscher Politik. Wer meint, es gäbe eine humanitäre Verpflichtung, es sei sogar Gebot der Nächstenliebe, dass wir jeden und jede bei uns aufnehmen, der irrt sich. Nächstenliebe bedeutet nämlich niemals Selbstvernichtung. Menschen aufzunehmen, die sich aus verschiedensten Gründen für lange Zeit oder für immer nur im Sozialsystem wiederfinden oder prekärer Beschäftigung, Armutsmigration also, hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Nächstenliebe heißt was anderes. Der aus Guinea in Westafrika stammende Kardinal Robert Sarah, Sie kennen ihn vielleicht, hat das mal folgt auf den Punkt gebracht. Besser ist es, Menschen dabei zu helfen, in ihrer eigenen Kultur aufzublühen, als sie dabei zu unterstützen, in ein völlig dekadentes Europa zu kommen. Und das kann ich nur so unterstützen. Es ist ein Satz, dem keine Moralkeule standhalten kann. Wie Sie sehen, verehrte Gesinnungsethiker, wir haben Sie ja schon rufen gehört, in den abgenutzten Parteien, Sie befinden sich hier moralisch auf dem Holzweg. Verantwortungsethiker, so wie wir Konservative, fragen dagegen immer, wohin soll das führen? Eine Frage, die die Vorlage nicht beantworten kann oder vielleicht auch nicht beantworten will. Mit Geld wird sich die Migrationsdauerkrise nicht lösen lassen. Nicht mit irreführender Verharmlosung der Lage, nicht mit vermeintlich moralisch bedingter Alternativlosigkeit. Es hilft nur eines, entschlossenes Handeln. Aufnahmestopp, Grenzen dicht, Anreize für Migration senden, Pull-Effekte abbauen, Abschieben, Remigration, Sie kennen das alles aus Reden, die ich in diesem Stadtrat bereits gehalten habe.
Nur dann haben wir am Ende mehr und genügend Ressourcen für echte Kriegsflüchtlinge. Genau das müssen und können wir als Stadt, als Landeshauptstadt Dresden, als Kommune von Land und Bund tatsächlich einfordern. Dafür ist es erstmal zweitrangig, ob wir hier über eine Pflichtaufgabe reden oder nicht. Geld fordert unser Oberbürgermeister ja auch ein. Sie haben vielleicht in der Presse gelesen, er hat einen Brief an Bundesfinanzminister Lindner zu diesem Thema geschrieben. Und noch abschließend ein Wort zu Frau Arnert. Ich habe mich bei Ihrer Rede gefragt, welcher Partei gehört eigentlich die Bundeskanzlerin oder gehörte eigentlich die Bundeskanzlerin an, die 2015 die Grenzen unter Missachtung von Recht und Gesetz aufgerissen hat, die seitdem nie wieder geschlossen wurden. Wir wissen es alles, es war der CDU. Oder wollen Sie, nachdem Sie nun weite Teile des AfD-Programms hier in Ihrer Rede adaptiert haben, uns möglicherweise für die nächste Wahl schon immer ein vorgezogenes Koalitionsangebot machen? Wir können ja mal miteinander bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen. Meine Damen und Herren, Sie kennen uns als AfD. Unsere Haltung ist von vornherein immer klar gewesen in der Frage Migrationspolitik. Und deshalb werden wir diese Vorlage hier ablehnen. Vielen Dank. So, der nächste Redner ist Herr Aschenbach, dann Herr Genschmer. So, so, Container hier, Rassisten da. Zu dem Punkt wollte ich gar nicht sprechen. Aber wenn der pfiffigen CDU ihr schmuddeliger, unsicherer Hafenantrag so wichtig ist, dass sie ihn einfach in einen Ersetzungsantrag schmuggelt, dann halte ich die Rede dazu eben jetzt. Hallo CDU, ihr wollt also den Beschluss zur Petition Dresden sei sicherer Hafen aufheben, sprich Dresden zum unsicheren Hafen erklären. Was heißt das denn? Laut jenem Beschluss folgendes. Erstens, die CDU stellt sich gegen lokale Projekte und Organisationen, die sich für die Versorgung, die Perspektiven und die Rechte von Menschen einsetzen, die in Not sind, sich auf der Flucht befinden oder die von Fluchtursachen bedroht sind. Zweitens, die CDU engagiert sich in ihren Netzwerken dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union Mittel und Wege finden, dass das Sterben an den europäischen Außengrenzen, zum Beispiel im Mittelmeer, kein Ende findet. Drittens, die CDU engagiert sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür, dass Fluchtursachen in der Welt zunehmen. Viertens, die CDU steht vorbehaltlos gegen die Verpflichtung, geflüchtete Menschen aufzunehmen und unterzubringen. Gerade angesichts des Kriegs in Europa wird die CDU unbürokratische Mittel und Wege finden, Geflüchtete abzulehnen und nicht zu versorgen. Die CDU ist bereit, alle Geflüchteten abzuschieben, egal wie viele nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zugewiesen werden. Fünftens, die CDU will in Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen auf alle notwendigen Maßnahmen verzichten, um auf aktuelle humanitäre Herausforderungen angemessen zu reagieren. Sechstens, die CDU engagiert sich weiterhin und langfristig dagegen, dass geflüchtete Menschen mit einer Bleibeperspektive aktiv in die Stadtgesellschaft integriert werden. Siebtens, die CDU fordert die 100.000 Euro zurück, die zur Verfügung gestellt wurden, um Hilfsangebote für die Ukraine zu koordinieren und lokale Organisationen kurzfristig zu unterstützen. Die CDU will, dass die ukrainische Gemeinschaft in Dresden nicht länger beraten wird, die Landeshauptstadt Dresden weitere logistische Hilfe einstellt. Respekt, liebe CDU, für diese schonungslos menschenfeindliche Offenheit. Auf dem Rücken derer, die Hilfe brauchen, Fremdenfeindlichkeit schüren, in der Hoffnung, ein paar Wählerstimmen zu schiebitzen. Geil. Aber warum habt ihr dann damals beim Nazi-Notstand so rumgezickt? Denn ihr habt ja recht, Dresden ist für Schutzsuchende kein sicherer Hafen. Auch dank euch sind Ressentiments, Beleidigungen und Übergriffe in dieser Stadt Alltag. Es ist also nur richtig, Dresden als bundesweit erste Großstadt zum unsicheren Hafen zu erklären. Bleibt lieber von Dresden fern, hier leben schlechte Menschen. So, als nächster Redner Herr Genschmer, dann Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, auch ich möchte ganz kurz ein paar Sätze bringen, warum wir diese Vorlage der Verwaltung ablehnen. Herr Daschenbach, ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie die namentliche Abstimmung gefordert haben, weil es gibt, oder Herr Schulte-Wissermann, sorry, nichtsdestotrotz ist es, ich glaube,
ein gutes Zeichen, dass jeder sehen kann, wir sind alle gewählt, wir treten für über unsere Überzeugung, für unsere Erfahrung ein. Und das führt am Ende dazu, dass man eine Entscheidung trifft. Und es gibt solche Entscheidungen wie heute, die sehr knapp sind. Aber dann soll der Dresdner wissen, und ich glaube eben nicht, wie Herr Drews gesagt hat, dass die Masse hinter dem Antrag steht, weil wir sind die Vertreter und die Masse ist halbe-halbe hier im Stadtrat. Und wir sind die Vertreter des Stadtrats und ich glaube, das ist mein Gefühl, dass ein Großteil diese Vorlage nicht gut findet. Ich will nicht sagen die Mehrheit. Gestatten Sie mir, ein paar Punkte zu sagen, was uns dazu bewegt hat, diese Vorlage abzulehnen. Ich war auch als Stadtbezirksbeirat in Prohlis. Dort wurde uns großspurig von der Verwaltung die Vorlage mit allen neu geplanten damaligen Standorten angekündigt. Dort durften die Bürger dann da sein. Man hat eine große Turnhalle gemacht. Es war eigentlich auch eine harmonische Veranstaltung. Natürlich kam viel Kritik, aber dort wurde uns von der Verwaltung gesagt, alle Standorte sind geprüft. 14 Tage später sind 4 Standorte rausgefallen. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dass die Standorte, die heute noch drinnen bleiben, nie auch Schwachstellen haben? Für mich als gewählter Stadtrat in Prohlis, im Stadtbezirksbeirat Prohlis, habe mich auch mit Akteuren in der Windmühlensiedlung, bei sozialen Träger am Kolchgraben getroffen. Dort gab es sehr, sehr viele Kritik. Und wenn man sieht, wenn man hört immer wieder, diese Stadtgesellschaft entwickelt sich positiv, meiner Meinung nach hat sich die Stadt zum Negativen geändert. Gehen Sie mal über die Prager Straße, gehen Sie nach Prohlis, Prohliser Allee hoch. Ich sehe es jedes Mal nach dem Stadtbezirksbeirat. Ich hatte schon die Gelegenheit, die Polizei anzurufen, weil sich da 2 Gäste mit einem Messer traktiert haben. Das sind die Erlebnisse, die man täglich macht. Und Sie führen mit dieser Vorlage weiter den Weg der Ghettoisierung einzelner Stadtbezirke. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der ist vielleicht nicht mehrheitsfähig, aber ein Vorschlag. Und der bezieht die Ideen in Leipzig ein. Wir haben Gebiete, die sind noch nicht so belegt wie Prohlis, Gorbitz, Leuben. Der Alaunpark, dort gibt es eine absolute Willkommenskultur. Dort kann man es leben. Ich höre immer wieder Sprüche, wir haben Platz. Herr Aschenbach, ich habe noch nie gehört, Sie nehmen jemanden auf. Wahrscheinlich würde der wieder ins Krisengebiet fahren, wenn der bei Ihnen leben müsste. Könnte sein. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht, war noch nie bei Ihnen. So, ich höre immer aus dem linken Feld, wir wollen aufnehmen. Aber ich sehe keinen, der persönlich Engagement übernimmt. Ich bin, Frau Kaufmann weiß es, 2015 an die Stadtverwaltung herangetreten. Dort hatte ich die gleiche Meinung wie damals, wie heute. Das mehrheitlich abzulehnen, dass dieses Land kippt. So, das ist meine Meinung. Ich akzeptiere Ihre. Bitte genehmigen Sie mir meine Meinung. Damals bin ich an die Stadtverwaltung rangegangen und habe gesagt, es muss Unterschiede geben. Wird immer wieder die Hauptkritik der Leute an der Windmühlenstraße in anderen haben Angst vor diesen alleinreisenden Jugendlichen. Und wie gesagt, in Spurbitz merkt man schon Entwicklungen, die diese, ich sag mal, Ängste bestätigen. Ich bin damals 2015 an die Frau Kaufmann herangetreten, damals Frau Kurz, und habe gesagt, ich würde gerne mit meiner Familie aus meinem Stadtbezirk eine Familie übernehmen, als die Patenschaft. Ich habe ein Jahr lang gesucht, ging nicht. Man hat gesagt, ich könnte in Prohlis, auf der Prohliser Allee, Männer übernehmen. Da habe ich gesagt, gehe ich nie mit meinen Mädels hin. Habe ich Vorurteile? Mag sein. Ich habe dann in Possendorf die Möglichkeit gekriegt, ich habe eine Patenschaft übernommen. Für eine libysche Familie, wer es nicht will, kann diese Patenschaft sehen. Ich habe sie jahrelang im Schieber gelassen. Wir haben die finanziell unterstützt. Es ist nicht so, dass jeder, der gegen diese Vorlage ist, prinzipiell gegen Leute ist. Wir sind gegen die Art und Weise der Leute, die hier kommen. Und wie viele Leute sind da, die nicht bleiben dürfen? Wenn wir eine Straße in Dresden, Lockwitztalstraße, sanieren, da werden zig Gutachten eingeholt. So ein Dorf, das wird in der Woche hochgezogen. Da wird kein Umweltamt gefragt, da wird nichts gemacht. Und wenn, dann drücken die alle Augen zu, inklusive die Hühneraugen. Und das ist das, was die Leute kritisieren. Die sehen vor Ort an der Windmühlenstraße, dass die Windmühlenstraße solche Löcher hat. Und da wird alle 14 Tage mal wieder ein Klecks drauf geschmiert.
Aber Container, da haben wir unbedingt Geld zur Verfügung. Und die Leute wissen auch, das Geld, was dort ausgegeben wird, Entschuldigung, kommt zum Schluss, das wird denen für solche Maßnahmen weggenommen. Wie gesagt, lassen Sie es uns ein bisschen runternehmen. Ich bin dagegen, nach meinen Gründen, die ich Ihnen gesagt habe. Ich akzeptiere jeden, der eine andere Meinung hat. Mag sein. Und wie gesagt, ich würde eine Meinung, die heute 50-50 ausgeht und diese Vorlage ablehnt, vollkommen begrüßen. Wie gesagt, das ist meine Meinung und jeder, der es anders sieht, der sieht es anders. So, wir kommen zur nächsten Rednerin, Frau Dr. Geitsch und dann Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne, liebe Menschen im Stream. Nach dem, was der Herr Genschmer jetzt so vom Leder gezogen hat, fällt es mir eigentlich relativ leicht, dem was entgegenzusetzen. Aber ich will gar nicht zu allem etwas sagen. Herr Genschmer, wir kennen uns ganz gut. Und ich möchte ganz pauschal diese pauschale Unterstellung, dass es niemanden gibt, der für Geflüchtete etwas tut, etwas entgegensetzen. Ich möchte mich wirklich bei hier, bei allen denen bedanken, die seit 8, 9, 5 Jahren, 2 Jahren sich für Geflüchtete engagieren, weil es eben nie um die Leute geht. Es geht doch nie in erster Linie ums Geld und es geht doch nie in erster Linie um Ressourcen. Es geht um die Menschen, die hier in Deutschland ein menschenwürdiges Leben führen wollen. Um nicht mehr und nicht weniger. Und dabei sollten wir sie nach allen Kräften unterstützen. Und da bin ich jetzt so ein bisschen wieder bei der CDU. Ich möchte Sie gar nicht so auf diese rechte Seite drängen, aber Sie tun es selber. Sie tun es selber. Am 3. März vergangenen Jahres hat dieser Stadtrat beschlossen, zum sicheren Hafen zu werden. Das war ein politisches Bekenntnis zur Übernahme besonderer Verantwortung bei der Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und Integration geflüchteter Menschen. Nun, wir haben es heute schon mal mindestens zweimal gehört, gibt es einen Antrag der CDU, der uns allen vorliegt, diesen Beschluss wieder aufzuheben. Das ist natürlich Ihr formales Recht, klar. Dieser Antrag ist in der heutigen Tagesordnung unter Top 26 eingeordnet. Das Thema könnte also regulär diskutiert werden. So weit, so gut oder vielleicht eher nicht gut. Denn jetzt kommt der Clou. Der Herr Aschenbach hat, glaube ich, und ich glaube auch der Herr Dr. Schulte-Wissenmann schon darauf hingewiesen. Im bereits erwähnten Ersetzungsantrag Ihrem von der CDU steht so versteckt im Vortext, im letzten Abschnitt vor dem Punkt 1, dass aus diesen den Gründen der Beschluss zum sicheren Hafen aufgehoben wird. Der CDU-Fraktion ist diese Forderung nicht mal ein eigenständiger Punkt wert. Wie feige ist das denn? Ein gültiger Beschluss soll so klammheimlich offensichtlich beerdigt werden. Noch was. Die Worte im CDU-Antrag aus diesem Vortext, dass man klar zum Grundrecht auf Asyl stehe, dass man humanitäre Verantwortung übernehme, dass man aus Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe handele, geraten hier zur hohlen Phrase. Da kann man jeden Punkt sich angucken. Sie sind einfach nicht ehrlich zu sich selbst, zu dem, was Sie als CDU vermeintlich wollen. Auch auf diesem Hintergrund können wir als Linke den Änderungsantrag der CDU nur ablehnen. Dankeschön. Als nächster Redner Herr Schmählich und dann Herr Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wer heute hier Zeuge dieses Verantwortungslosigkeitsmikados wird, muss sich doch die Frage stellen, ob es hier wirklich darum geht, nach Lösungen zu suchen. Es wird so getan, als ob Herr Kühn, Frau Dr. Kaufmann oder unser Oberbürgermeister schuld daran sei, in Anführungsstrichen, dass hier wir jetzt gemeinsam, solidarisch ein Problem zu lösen haben. Die Situation ist aber eine andere.
Und da gestatte ich mir dann doch mal die kleine Anmerkung zu denjenigen, die auch sich für heute angemeldet haben, die sich sogenannte Freie Sachsen nennen. Ihr großes Vorbild, Herr Putin, ist es nämlich, der mit einem verbrecherischen Angriffskrieg mit dafür sorgt, dass die Kapazitäten in dieser Stadt so sind, wie sie sind. Also Sie haben die Verantwortung viel mehr als dieser Oberbürgermeister, der sich um Lösungen bemüht. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Aber das bedeutet nicht, dass man kritiklos dem, was hier uns vorgelegt wurde und wie es uns vorgelegt wurde, begegnen darf. Ich weise darauf hin, also eine kommunikative Meisterleistung war diese Vorlage und das, was damit passiert ist, ganz sicher nicht. Da stand zum Beispiel in der ersten Vorlage, bevor der Ergänzungsantrag des Oberbürgermeisters kam, da stand drin, soll für 2 Jahre angemietet werden. Es sah so aus im ersten Moment, aha, 2 Jahre gibt es das Problem und danach ist es vielleicht vom Tisch. Es wurde keine Gründe genannt. Gestern wurde uns im Ausschuss erläutert, das fand ich auch sehr vernünftig von Herrn Kühn, der gesagt hat, natürlich sind wir angesichts der gegenwärtigen Lage und der gegenwärtigen Nachfrage auch nach Wohnungen oder nach Unterbringung nicht in der Lage, dies mit festen Wohnungen zu tun. Selbst Raumeinheiten im Modulbauweise, im Holzbauweise kriegt man so schnell nicht hin. Und deshalb müssen wir eine Zwischenlösung schaffen. Das ist für mich einsehbar und auch vernünftig. Sich aber hier hinzustellen, wie CDU und auch die Freien Wähler, und so zu tun, dass sie jetzt quasi die Lösung in der Tasche haben mit Großzeltplätzen, Großzeltlagern, möchte ich sagen, ist einfach auch ziemlich verlogen. Weil eine Sache muss man feststellen. In diesen sogenannten Kosten für die Container, in den 47 Millionen, verbergen sich nur in Anführungsstrichen, 14 Millionen für die reine Miete der Container. Der Rest ist praktisch die Bereitstellung von Infrastruktur, Betreuung etc. Das Problem oder diese Herausforderung haben Sie auch in dieser Zeltstadt. Sodass die Behauptung, dass Ihre Lagerlösung die günstigere wäre, Quatsch ist. Und die Leipziger, und darauf weise ich auch noch mal deutlich hin, haben sich für diese Zwischenlösung damals entschieden, weil sie, was im Übrigen 2016 auch realisiert wurde, weil sie davon ausging, dass sie ganz kurze Zeit nur diese Unterbringung in diesen Zelten haben und eigentlich sehr schnell in der Lage sind, die Menschen in festen Wohnungen respektive festen Unterkünften unterzubringen. Diese Herausforderung, die werden wir, und die können Sie übrigens, die Leipziger, momentan auch nicht mehr lösen, die werden wir hier in Dresden auch kaum lösen können. Und wir werden sie auch nicht über sozialen Wohnungsbau lösen können, weil das können wir nur in einer Perspektive, die deutlich länger als 5 oder gar 10 Jahre das Problem löst. Deshalb haben wir, und ich bin auch sehr froh darüber, dass der Ergänzungsantrag der Dissidenten auch gestern im Ausschuss angenommen wurde, gesagt, die Modulen, also die Container so kurz wie möglich und vor allen Dingen zielgerichtet, ausgerichtet daran, wie schnell man zum Beispiel Module, Bauten im Holz, zum Beispiel in Holzbauweise realisieren kann. Abschließend, im Dezember 2015 hat dieser Stadtrat bei der ersten Vorlage zur Anschaffung von Containern Nein gesagt. Damals hat der Herr Finanzbürgermeister vor Johann von den zittrigen Händen des Stadtrates gesprochen. Und der Stadtrat hat entschieden, ja, diese Lösung wollen wir in dieser Form nicht. Damals aber, und das ist der große Unterschied, und deshalb, obwohl ich damals auch zu den Befürwortern einer Ablehnung gehörte, die übrigens zu keinen Problemen geführt hat, weil nämlich die Prognosen des Freistaates, was die Anzahl der Geflüchteten angeht, damals zu hoch waren. Das ist der Unterschied zu heute. Wir wissen ganz genau, dass die prognostizierten Zahlen von der Stadtverwaltung sogar noch nicht mal vollständig in dieser Vorlage umgesetzt werden, sodass wir ganz sicher die Notwendigkeit haben, in dem Umfang, wie es uns die Verwaltung vorgeschlagen hat, Unterkünfte zu schaffen. Und jeder, der sich jetzt in die Büsche schlägt, dass dies die ehemalige Staatspartei CDU tut, na, mittlerweile wundert mich gar nichts mehr, jeder, der sich jetzt in die Büsche schlägt, macht sich den Vorwurf,
zu eigen oder setzt sich dem Vorwurf aus, dass er ein verantwortungsloser Geselle oder Gesellin ist. Deshalb lassen Sie uns, auch wenn wir teilweise mit Zähnen, mit knirschenden Zähnen dies machen, lassen Sie uns heute mit den Änderungen, auch den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, der sehr sinnvoll ist, heute eine vernünftige, für die Menschen Dresdens und die Menschen, die zu uns kommen, vernünftige Entscheidung treffen und diese Vorlage annehmen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Lommel, dann Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen liebe und Kollegen, liebe Zuschauer. Wir reden heute sehr viel, wie man Politik auch erklärt, wie man Politik macht. Und ich komme noch mal zum 31.03. 2023 in der Dreikönigskirche. Und da war die Veranstaltung mit unserem Oberbürgermeister, der, und das ist ein Grund, warum ich meine, dass wir hier drüber reden müssen, eine Aussage getätigt hat. Ich werde das alles ein bisschen hier verkürzen, weil wir schon über sehr vieles gesprochen haben, indem er die Flüchtlinge und das alles, was wir getan haben, und hat gesagt, die DDR-Bürger müssten ja froh sein, dass sie hier aufgenommen worden sind. Ja, und auch partizipiert haben und wissen, wie das ist. Und ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Ich habe die Hälfte meines Lebens im Westen, die andere Hälfte im Osten verbracht. Und ich konnte mich sehr gut erinnern, dass das ein Vergleich ist, der eigentlich unmöglich ist. Warum? Weil nach jeglicher Doktrin war, ist immer so, dass im Westen Deutschland als ein gesamtes Staatsgebilde akzeptiert worden ist. Der DDR-Bürger galt immer als Unterfall, auch als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Das war keiner, der Asyl aufnehmen musste. Das gab es nicht. Das ist eine Geschichtsklettung, die so nicht akzeptabel ist. Zweitens, dann kam 1972, kam dann der Vertrag OSZE, da wurde die DDR anerkannt als Staatsgebiet, aber nicht die Staatsbürgerschaft vom Westen. Und jetzt habe ich mich weiter mit beschäftigt. Und da gab es, was wenige wissen, es gab auch, das würde die Linke sehr freuen, auch eine Summe von Leuten, die gerne in die DDR wollten. Wird ja auch gerne unterschlagen. So, wie ist denn die DDR mit den Bürgern umgegangen, die vom Westen rüber wollten, aus welchen Gründen immer? Ja, denen wurden gesagt, erstens, ihr habt zu arbeiten, zweitens, ihr habt zu arbeiten, was ihr wollt, drittens, ihr habt euch unserem System anzufassen, ihr kriegt einen Platz zugewiesen, ihr habt es akzeptieren. Ich will ja gar nicht so weit gehen, dass wir das ja auch jetzt hier wollen, für die Leute, die herkommen, aber wenn ich schon so einen Vergleich bringe, dann gehört es auch zur Wahrheit, was hier früher gewesen war in dem System. Kurzum, der Vergleich hinkt, ich finde ihn sehr schlecht und ich glaube, das Problem liegt an einem einzigen mit Aufnahme. Ich glaube, es gibt auch bei der AfD, auch wenn man das ja gerne ihr nachsagt, niemanden, der Leute, die in wirklicher Not ist, nicht bereit ist aufzunehmen. Da gibt es niemand. Ich denke, das ist auch eine humanitäre Verpflichtung. Das Problem ist, dass der Staat zu keiner Zeit, dazu gehören alle Ebenen, Bund, Land und Gemeinden, nicht den Eindruck erwecken, dass sie diejenigen, die das missbrauchen, dass man da schnell genug sagen, das geht nicht. Denn es kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und ich bin davon überzeugt, wenn man den Bürgern nicht so viel zumutet, weil man wirklich sich Mühe gibt, den Notleidenden zu helfen und den Nicht-Notleidenden zu sagen, wir können euch nicht eine bessere Zukunft geben. Wir können nicht der ganzen Welt sagen, es wird besser für dich, weil du im Internet gelesen hast, das ist besser hier. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht unsere Liga und wir wollen es auch nicht. Und wenn das auch die Stadtspitze vermitteln würde mal und sagen, ja, wir sind zwar nicht da zuständig in allen Sachen, aber wir geben damit Mühe, das zu tun. Auf Landesebene, ja, wir geben uns Mühe damit, mit den Ressourcen, knappen Ressourcen ordentlich umzugehen. Und auf Bundesebene natürlich erst recht. Ich glaube, dann würde sehr vieles auch an Bereitschaft helfen. Und was auch passieren würde, wir hätten nicht die großen Probleme, die wir hätten. Und noch eins, weil es von der linken Seite gesagt worden ist, dass
Flüchtlinge und das alles ja nichts, keine Bedeutung hätte für Fachkräftemangel und für viele Probleme, die wir haben. Natürlich, wenn ich 3 Millionen Leute mehr in Deutschland habe, sorgen die für mehr Wohnungen. Wir brauchen mehr Ärzte, wir brauchen mehr Kindergärten, wir brauchen alles, brauchen wir mehr. Und die Probleme sind nicht weniger geworden, seitdem wir so viele aufgenommen haben. Die Probleme sind größer geworden. Das ist die Wahrheit und das muss man auch sagen. Und wenn man bereit ist, an diesen Problemen ehrlich zu lösen, auch unter der Maßgabe, dass alles Geld kostet, und dann wird die Akzeptanz steigen und ansonsten wird sie sinken. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Frohwieser und dann Frau Siebenmeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste hier im Saal und im Stream. Es sind jetzt sehr, sehr viele sehr grundsätzliche Dinge gesagt worden. Ich weiß, viele hier mögen es nicht, wenn man auf Details eingeht. Ich glaube, das ist aber auch bei dieser Vorlage an der einen oder bei dieser Diskussion um die Vorlage an der einen oder anderen Stelle wichtig und notwendig ist. Vorab möchte ich aber sagen, Frau Geitsch hat da schon vorhin gerade den Anfang gemacht und das, dem kann ich mich nur anschließen und das finde ich sehr wichtig. Erstens, der weit überwiegende Teil der Menschen, die zu uns in unsere Stadt kommen, möchte sich integrieren, integriert sich, bereichert uns, arbeitet zum Beispiel in der Pflege, arbeitet zum Beispiel in der Gastronomie. Ja, in der Tat, was gerade eben gesagt wurde, natürlich sind das Herausforderungen, aber wir sind als Gesellschaft in der Lage, gemeinsam mit diesen Menschen, die zu uns kommen, solche Herausforderungen auch zu bewältigen. Und deshalb danke ich allen, die sich dort an vielen, vielen Stellen kümmern, die helfen in der Integration, in den Sprachkursen etc. pp. Die verdienen hier Dank. Wir haben jetzt hier gehört, da sind ja ganz, ganz viele Alternativen vorgeschlagen worden, die seien ja nicht geprüft worden und das könnte man doch irgendwie alles anders machen. Ich glaube, diejenigen haben in den letzten Wochen in den Debatten nicht zugehört. Das, was wir jetzt heute hier noch zum Beschluss haben, sind jetzt durch die Reduzierung in dem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters noch ungefähr 600 Plätze, die wir hier einrichten. Die Stadtverwaltung hat immer wieder sehr deutlich gesagt, wir brauchen zusätzlich weitere 2200 Plätze. Das heißt, diese 600 Plätze reichen bei Weitem nicht aus und es ist in all diesen Diskussionen, ja, da schließe ich mich auch dem Kollegen Schmählich an, am Anfang ist die Kommunikation nicht optimal gelaufen und es ist richtig und wichtig gewesen, das zu kritisieren. Und da muss man auch sagen, das hat sich deutlich verändert und auch da gilt der Stadtverwaltung Dank zu sagen, dass die Kommunikation inzwischen gut funktioniert und es ist immer deutlich gemacht worden, es wird weitere Vorlagen geben und man möchte unbedingt vermeiden, dass das wieder solche Container sein müssen, sondern dass wir weitere Objekte finden, in denen Menschen, ich glaube, da sind wir uns ja zumindest einig, dass auch diese Container keine gute Unterbringung sind, besser untergebracht werden können. Und es wird ständig auf Leipzig verwiesen. In Leipzig erstens mal ist es eine andere Situation. Leipzig nimmt nämlich noch mal deutlich mehr Geflüchtete, wo bei uns 2200 angekündigt sind, sind es in Leipzig für dieses Jahr 3300. Und es ist ein Oberbürgermeister, der mit seiner Verwaltung und seinem Rat sehr deutlich sagt, das ist für uns eine absolute Notlösung, die wir ganz, ganz schnell wieder ablösen wollen. Und ich wünsche den Kolleginnen und Kollegen dort Glück, dass es ihnen so wie 2016 auch gelingen möge, dass sie das ganz schnell wieder ablösen. Es ist jetzt in den letzten Wochen eine Diskussion, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, geschehen, der kann ich nicht mehr folgen. In den Stadtbezirksbeiraten, in den öffentlichen Kommentierungen wurde darauf immer wieder verwiesen, es sei nicht in Ordnung, dass diese Vorlage von der vom Stadtrat beschlossenen Grenze von 65 Menschen in einer so einer Unterbringung abweicht. Und heute liegt ein Ersetzungsantrag auf dem Tisch, da steht minimal 200 und maximal 500 Menschen in einer Einrichtung unterzubringen. Das ist nicht nachvollziehbar. Es wird hier ständig behauptet, wir würden irgendwelche Anreize für irgendwelche Menschen setzen, die gar kein Recht hätten, hierher zu kommen. Darüber kann man ja ausführlich diskutieren, aber da muss man auch mal die Fakten zur Kenntnis nehmen, die die Verwaltung ja auch immer wieder sehr deutlich sagt. 2022 sind die meisten Menschen, die zu uns gekommen sind, aus Syrien, aus der Türkei, aus Venezuela, aus Afghanistan und aus dem Irak gekommen. Niemanden von denen werden wir zurückschicken können in nächster Zeit. Ich wünsche und hoffe, dass diese Menschen irgendwann in ihre Länder zurückkehren können. Im Moment sieht es nicht danach aus.
Herr Genschmar, Sie sind ein feiner Mensch, das haben wir jetzt gelernt. Offensichtlich kennen Sie relativ viel wenige andere Menschen. Insofern muss man da hier auch noch mal sagen, Beispiel die untergebrachten Ukrainerinnen und Ukrainer, die privat untergekommen sind, auch wenn das mit dieser Vorlage nicht vergleichbar ist, weil es hier nicht um Asylrecht geht, sind in der Neustadt untergekommen. Das könnten Sie zur Kenntnis nehmen. Da gibt es auch schöne Abbildungen der Stadtverwaltung, Herr Genschmar, jetzt bin ich dran, wo das dargestellt worden ist, wo zum Beispiel die untergekommen sind, und auch diesen Menschen gilt Dank. Dann wird gesagt, man müsse sich doch besser um eine Verteilung in anderen Stadtteilen bemühen. Warum sind denn Stadtteile wie Loschwitz nicht dabei? Dann gibt es einen Antrag in Loschwitz, der wurde unterstützt von FDP, von Grünen, von Linken und von SPD, eine Einrichtung in der Lubaldstraße zu prüfen. Der ist völlig kommentarlos, sowohl von CDU als auch von AfD als auch von Freien Wählern, abgelehnt worden. Wir haben einen Änderungsantrag im Finanzausschuss eingebracht. Wir haben den jetzt noch mal leicht verändert, heute hier wieder zur Abstimmung eingebracht. Da sind zwei Punkte, die in den Ausschussberatungen deutlich geworden ist, leider keine Mehrheit finden werden. Die stellen wir jetzt hier auch nicht noch mal zur Abstimmung, sondern nur noch die Punkte, bei denen es sehr knapp gewesen ist. Darunter war der Punkt, festzulegen, dass diese Container nur für 2 Jahre verwendet werden sollen. Der ist von einer Breite dieses Gremiums hier abgelehnt worden, und zwar von denjenigen, die hier vorne gestanden haben, gesagt haben, wir glauben nicht daran, dass das nur 2 Jahre genutzt werden soll. Wir stellen die anderen Punkte hier noch einmal zur Abstimmung. Da geht es insbesondere um das Thema Mittelausstattung für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die wir als SPD-Fraktion besser in unserem dafür vorgesehenen lokalen Handlungsprogramm vorsehen. Dort hoffen wir auf Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Als nächste Rednerin Frau Siebeneicher und dann Herr Braun. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja, wir debattieren jetzt hier seit einer reichlichen Stunde in sehr vielen Facetten. Ich glaube auch, dass umschrieben ist, vor was für einer Entscheidung wir stehen und welche Details hier miteinander diskutiert wurden. Und ich muss sagen, dass dieses Thema kontrovers ist, ist wenig überraschend. Wir treffen hier in diesem Stadtrat Entscheidungen, die das Leben sehr vieler Menschen betreffen. Und natürlich wird diese Vielfalt in der Gesellschaft hier auch abgebildet. Wir haben kontroverse Ansichten, wir haben ganz konkrete Änderungsvorschläge und auch mal Punkte, denen wir nicht zustimmen können. Und das ist gut und richtig so in einer Demokratie, denn das ist ein Wert, dass wir eine vielfältige Parteienlandschaft haben. Es gibt aber auch Stadtratsdebatten wie diese, wo es eben nicht darum geht, ob man die eine oder andere kleine Änderung vornimmt, sondern um es im Kern um Pflichtaufgaben geht, um Aufgaben, wo wir hier in dieser Stadt als gewählte Vertreterinnen und Vertreter Verantwortung übernehmen müssen. Und diese Verantwortung leitet sich ab. Sie leitet sich ab aus Gesetzen, sie leitet sich ab aus unserer Verfassung und sie leitet sich ab aus Menschenrechten. Und ich glaube, das ist heute ganz deutlich geworden. Viele hier wollen in Würde in dieser Gesellschaft leben. Sie wollen Teil dieser Gesellschaft sein. Sie wollen gehört werden. Sie wollen gesehen werden. Aber das gilt halt auch für in einer Demokratie für alle Menschen, die hier leben. Und in diesem Zuge natürlich auch für geflüchtete Menschen. Und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss noch mal hochhalten, dass es natürlich auch den Christdemokraten heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie Sie Verantwortung übernehmen. Und aus dieser Verantwortung können Sie sich meiner Meinung nach nicht herausreden. Vieles von dem, was Sie hier vorschlagen, ist halt eben keine Lösung für das, was wir hier als Stadt zu entscheiden haben. Vieles, was heute hier gesagt wurde, von der rechten und von der ganz rechten Seite, ist nicht mehr als heiße Luft. Und ich sage ganz ehrlich, es betrübt mich zutiefst, dass wir immer noch nach Jahren Debatten in diesem Stadtrat an dem Punkt sind, dass nur die linke Seite des Rates konsequent Verantwortung übernimmt bei der Unterbringung geflüchteter Menschen. Und bei aller Kritik, Frau Arnert, die Sie hier an der Bundespolitik geäußert haben
und die von ihrer Partei hörbar ist. Es entbindet sie nicht von der originär kommunalen Verantwortung, hier Platz zu schaffen. Und zwar zügig, damit die Menschen eben nicht in Turnhallen leben müssen und damit eben keine großen Zeltstandorte aufgebaut werden oder die Messe belegt werden muss. Und ich möchte zum Abschluss auch noch mal sagen, wir haben über die Entscheidung, über die Verantwortung, heute zu entscheiden, hinaus auch eine Verantwortung für die Debattenkultur in diesem Stadtrat. Und ich bin seit 2015 hier als integrationspolitische Sprecherin Teil dieses Gremiums. Und vieles, was wir damals an unsäglichen Debatten schon hatten, ist heute in derselben Form wieder hervorgetragen worden. Und diese Debatten haben eine Wirkung auf unsere Stadtgesellschaft und weit darüber hinaus. Ich sage Ihnen, ich finde es befremdlich, wenn der Ministerpräsident und wenn viele auch konservative Politiker nach Fachkräften aus dem Ausland rufen, laut und deutlich, aber gegen Asylsuchende Parolen mit anfeuern. Es passt nicht zusammen und das wird hängen bleiben. Der Ruf nach Fachkräften wird verhallen, weil die Parolen gegen Asylsuchende lauter sind. Und Sie sollten sich ernsthaft hinterfragen, wie weit Sie dieses Spiel der rechten Seite hier mit vorantreiben wollen. Und ein letzter Punkt. Ich glaube schon, dass hier in dieser Stadt die Vielfalt, die so oder so zusammenkommt, die Vielfalt, die gewachsen ist in den letzten Jahren, ein absoluter Wert ist. Und wenn man sich Gesellschaften anguckt, die sich weiterentwickeln wollen, dann sind es vielfältige Gesellschaften. Und ich bin stolz darauf, dass es gelungen ist, hier in den letzten Jahren Vielfalt auch mehr Raum zu geben in dieser Stadt. Und ich glaube, daran sollten wir weiterhin anknüpfen. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Braun, dann Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger, eigentlich hatte ich vor, heute zu Punkt, oder heute, mal sehen, das hätte wahrscheinlich nicht mehr geklappt, vielleicht beim nächsten Mal zum Punkt 26 zu reden, einen CDU-Antrag, aber da die CDU klammheimlich diesen Punkt hier eingebastelt hat und nicht mal einen ordentlichen Beschlusspunkt daraus gemacht hat, da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen, sehe ich mich praktisch gezwungen, heute schon darüber zu sprechen, weil ich vermute, dass dieser Antrag dann plötzlich irgendwo im Nebel verschwindet. Falls er dann doch noch da sein sollte nach der heutigen Stadtratssitzung, spreche ich halt einfach noch mal drüber. Aber sicher ist sicher, liebe CDU, sollte die CDU tatsächlich so etwas, sollte in der CDU tatsächlich so etwas wie Einsicht reifen, als die Petition Dresden soll sicherer Hafen werden am 3. März 2022 im Stadtrat behandelt und punktweise abgestimmt wurde, war die CDU-Fraktion sichtlich überfordert. In ihrem Redebeitrag signalisierte sie zwar Ablehnung, stellt sich dann aber während der Abstimmung bedingungslos hinter die Seenotrettung NGO Mission Lifeline, die Potsdamer Erklärung Städte sichere Häfen und die Aufweichung des Königsteiner Schlüssels. Nun, ein Jahr später erkennt auch die CDU das Zitat aus der Antragsbegründung, die Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber in unserer Stadt erschöpft sind, dass die Notlage der Stadt bereits vor über einem Jahr absehbar war. Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar 2022. Darauf wurde unsererseits immer deutlich hingewiesen. Ich habe in meiner damaligen Rede am 3.3.2022 zum Thema betont, dass wirtschaftliche Notsituationen, Naturkatastrophen oder gar Abenteuerlust nicht unter das Asylrecht fallen und keinen Grund für die Gewährung von Asyl in der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Anstatt wie vor einem Jahr gutmeinende Symbolpolitik zu betreiben, muss sich der Stadtrat nun den unangenehmen Realitäten stellen. Die Forderung der AfD, die Wohlstandsmigration einzudämmen, findet nun langsam Gehör bei den Vertretern der Kommunen und der Länder, wie der Gipfel im Kanzleramt in zumindest kleinen Ansätzen zeigt. Allerdings fragt sich der geneigte Bürger, wieso muss die Politik erst jetzt
erst so weit kommen lassen, bevor sie reagiert. Die aktuelle Situation überfordert Städte und Gemeinden im ganzen Land. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, es fehlt an Schul- und Kita-Plätzen. Und Geld, egal aus welcher Tasche, ob Bund, Land oder Kommune, wobei es immer das Geld des Steuerzahlers ist, nein, des Bürgers im Allgemeinen ist, wird das Problem nicht lösen. In Sachen Migration und Integration sind die politischen Weichen viel zu oft völlig falsch gestellt worden. Dies gilt es zu korrigieren, auch in Dresden. Dabei wäre dieser Antrag zur Aufhebung des Stadtratbeschlusses ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gewesen. Denn der Beschluss, dass Dresden ein sicherer Hafen werden soll, war falsch. Richtig ist, ihn aufzuheben. Wir beantragen, dass der Absatz des CDU-Änderungsantrags als Beschlusspunkt kenntlich gemacht wird, damit er gesondert abgestimmt werden kann. In dem Fall auch wünschen wir bitte die punktweise Abstimmung. Herzlichen Dank. Dankeschön. Als nächster Redner Herr Schmidt und dann Herr Pinkert. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die noch da sind. Ich habe lange gezögert, ob ich zu den Tagesordnungspunkten noch ein paar Dinge sage. Es sind allerdings, Kollege Lichti, ich habe das Wort, es sind allerdings in der Debatte jetzt eine ganze Menge Punkte gekommen, auf die ich doch noch mal, zumindest einige Punkte, wo ich noch mal kurz darauf eingehen will. Uns wird zu unserem Antrag die ganze Zeit die Unterbringung in den von uns vorgeschlagenen Zelten oder Leichtbauhallen vorgeworfen. Kollege Schmelich hat darauf verwiesen, 2016 hat Leipzig das gemacht. Es war nicht nur 2016, sondern es ist ganz brandaktuell. Am 13.04.2023 hat die dortige Sozialdezernentin, übrigens eine Kollegin mit SPD-Parteibuch, ihrem Oberbürgermeister einen Vorschlag unterbreitet, erneut Hallen aufzubauen. Auch da, Kollegin Frohwieser, ja, selbstverständlich eine vorübergehende Unterbringung, aber darüber reden wir hier auch. Und auch hier reden wir natürlich darüber, wir wissen nicht, wie lange die Personen unterzubringen sind. Und selbstverständlich haben wir alle den Wunsch, dass die Unterbringung möglichst schnell nicht mehr in diesen Hallen oder in den möglicherweise zu beschließenden Containern stattfindet, sondern eben anderweitig erfolgen kann. Aber in Leipzig werden jetzt auf Vorschlag einer SPD-Beigeordneten gegenüber ihrem Oberbürgermeister, ebenfalls SPD, Leichtbauhallen errichtet und die Entscheidung ist dort im Ältestenrat getroffen oder eine Dienstberatung sogar getroffen worden. Das heißt also, das, was wir hier vorgeworfen bekommen, was unmenschlich sei, im Übrigen eine Halle mit Größenordnung bis 208 Personen, wir haben vorgeschlagen, ca. 200 Personen pro Standort, maximal 600, das heißt aber nicht 600 in einer Halle, selbstverständlich nicht. Aber das, was wir vorschlagen, genau das Gleiche macht Leipzig. Wir sind Unmenschen. Leipzig darf das tun. Das Problem, Frau Mühle, ist ganz einfach, dass wir unterschiedliche Ansichten haben. Und ich frage mich den ganzen Abend wirklich, die ganze Zeit, seit 2 Stunden diskutieren wir hier, warum bettelt die ganze Zeit die linke Seite um unsere Stimmen? Wir haben einen konstruktiven Vorschlag vorgelegt. Der ist aus unserer Sicht konstruktiv. Man hätte jetzt mit uns darüber reden können, über einzelne Punkte. Das will man offensichtlich nie. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt. Noch mal ganz kurz zu den Standorten, die in der Verwaltungsvorlage stehen, um da auch einen Punkt noch aufzuklären, den die Verwaltung in den letzten Wochen regelmäßig auch gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert hat. Herr Oberbürgermeister hat es vorhin schon erwähnt, 29 Standorte sind geprüft worden. In den Ausschussberatungen und in den ganzen Gremienberatungen wurde uns immer erzählt, 29 Standorte im kommunalen Eigentum. In der Liste sind mehrere Grundstücke drin gewesen, die nicht im kommunalen Eigentum sind. Die hätte man gar nicht prüfen brauchen. Es sind 4 Flächen dabei, nee, 5 Flächen sogar, wo man von vornherein wusste, die sind zu klein. Das heißt, man hat sie gar nicht geprüft, sondern man konnte direkt mit einem Blick auf die Karte feststellen, die sind zu klein. Und bei einer Fläche, die man geprüft hat, sind Flurstücke, die sich im Grundstück oder in dem Areal befinden, bereits verkauft. Das heißt, das kam von vornherein auch nicht in Frage. Das heißt, es gab gar keine 29 Flächen, die geprüft wurden. Das ist ein Spiel mit falschen Karten, was die Verwaltung hier seit Monaten spielt.
Das wollte ich nur noch mal klarstellen. Ansonsten, wenn wir heute, wir haben ganz bewusst keine Standorte vorgeschlagen, das soll die Verwaltung am Ende suchen. Worauf ich aber Wert lege, dass die Verwaltung dann tatsächlich die sozialräumliche Betrachtung auch wirklich ehrlich macht. Was nämlich in den Präsentationen in den Ausschüssen nicht dabei war, war die Betrachtung der Personen, die in Wohnungen untergebracht sind. Und wir haben, Kollege Nitsche hat schon vorhin angesprochen, in Gorbitz und in Prohlis, und das sind die zwei, in Johannstadt auch noch, aber Gorbitz und Prohlis sind die besonders betroffenen Gebiete, massenhaft Personen untergebracht in Wohnungen, die nicht berücksichtigt werden, die aber da sind. Und das sollten wir, wenn wir diese Stadtteile betrachten, natürlich mit berücksichtigen. Und dann gibt es noch Objekte, die noch gar nicht in irgendwelchen Listen auftauchen, weil sie demnächst erst ans Netz gehen, schon beschlossen sind, bestätigt sind, die aber nicht über die Stadtratsvorlagen laufen. Das nur noch mal kurz zur Aufklärung einiger Punkte. Und ich werbe nach wie vor für Zustimmung zu unserem Antrag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, Herr Pinkert, haben Sie Ihren Redebeitrag zurückgezogen, weil Sie jetzt verschwunden sind? Ich habe nichts verstanden. Ich vermute mal, dass Sie nicht. Dann Herr Kiesling als Nächster. So, Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vorhin mein Exkurs in die Geschichte ist doch aufschlussreich gewesen, oder? Da sind alle Dinge, die hier vorgeschlagen werden, schon da. Da gibt es also die Reaktionären, die verlangen, dass man die Freizügigkeit einschränkt. Damals ist gesagt worden, es ist wirkungslos. Wie lange bin ich jetzt Bürger der Bundesrepublik? Seit 1990? Und wie oft ist hier schon das Asylrecht verschärft worden? Immer mit dem Versprechen, dann wird es besser, dann kommen weniger. Und was haben wir? Es sind viele da. Weil es nämlich normal ist, dass Menschen dorthin gehen, wo sie ein besseres Leben finden. Und ich denke, dass das in diesem Land noch akzeptiert wäre und dass Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Dresden kommen, hier wohnen, dass das auch die Solidarität vieler finden würde. Einfach deswegen, weil es ganz normal ist. Und ich lese Ihnen einfach ein paar Zahlen vor, nämlich die der Auswanderung aus Deutschland. Jedes Jahr. 2018 1.100.000, 2019 1.200.000, 2020 966.000, 2021 994.000. Das sind nicht alles Rentner, die ihre Rente in Mallorca verbinden. Das sind Menschen, die ganz normal auf der Suche nach einem besseren Leben in anderen Ort zum Wohnen suchen. Weshalb sollten das bitte schön, also ohne Verständnis der Leute hier, nicht auch Leute aus südlichen Ländern tun sollen? Sie können es tun. Und diesen Menschen könnte Solidarität entgegengebracht werden, wenn wir die Folgen der Zuwanderung beachten würden und Antworten geben würden. Meine Fraktion hat drei Folgen erwähnt. Drei. Bei denen Menschen unter der Zuwanderung sozusagen eine Belastung empfinden. Das erste ist die Frage des Wohnens. Das zweite ist die Frage des überlasteten Bildungssystems. Da gebe ich Frau Schanetzki recht, es war schon vorher überlastet. Aber die neue Last macht es ja nicht besser. Ja? Und das dritte ist die Frage der ungleichen Verteilung in der Stadt. Und jetzt frage ich, welche Antworten geben Sie denn? Und ich sage, wenn wir auf der Linken, auf der demokratischen Seite auf diese Fragen keine Antworten geben können, wenn wir keine Antworten geben können, dann werden die Reaktionären, die Rechten, die Möchtegern-Faschisten Antworten vortäuschen. Das ist das Problem. Und wenn etwas an der Asylpolitik gescheitert ist, dann sind es die aktuellen Wahlergebnisse der AfD, die so tun, als ob sie Antworten hätten und die nicht eine einzige Antwort haben. Was genau ist denn für die Menschen, die ihre Kinder an eine Oberschule schicken und die Sorge haben, dass das Niveau absinkt, besser, wenn wir die Menschen statt in Containern in Zeltstätten unterbringen oder ganz schlecht irgendwo in Tunneln? Was ist dann besser? Nichts. Was genau ist für Menschen, die nach einer Wohnung suchen, besser, wenn wir das Niveau der Unterbringung absenken? Nichts ist daran besser. Ja? Und auf die Frage der unterschiedlichen sozialräumlichen Verteilung höre ich Lippenbekenntnisse oder Forderungen. Und bei uns ist es ein klarer Vorschlag. Da, wo besonders viele sind, sollen mehr Ressourcen hin. Der Oberbürgermeister hat es aufgenommen. Dankeschön. Wir auf dieser Seite müssen auf das, was auf die Menschen zukommt, Antworten finden und diese Antworten den Menschen dieser Stadt sagen. Dann ermöglichen wir Solidarität und zwar über moralische Forderungen hinaus. Dankeschön. So, jetzt noch mal Herr Pinkert, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte besorgte Bürger draußen. Ja,
Erstmal warum? Der Herr Kiesling gibt immer sehr guten Input, muss ich sagen. Deswegen warte ich immer. Aber grundsätzlich ist ja immer das, es ist ja nichts alternativlos, wurde uns gesagt, ne? Vom Oberbürgermeister. Nichts alternativlos. Es gibt die, wir müssen dann Turnhallen belegen und so weiter und so fort. Ja? Also, die Linke, die will eigentlich nur noch mehr Kostgänger mit ihrem Ergänzungsantrag produzieren. Aber grundsätzlich, erstmal herzlich willkommen, Frau Kaufmann, dass Sie weitermachen. Weitere 7 Jahre, für die 7 Jahre, die Sie uns da schon eingerührt haben, da werden Sie ganz schön viel ausbügeln müssen, die 7 Jahre, die nächsten. Also, ja, Container und so weiter. Duldung ist, wir haben ganz viele Personen hier in Dresden beheimatet, die haben eine Duldung. Eine Duldung ist eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung, kein rechtmäßiger Aufenthalt. Ja? Wir haben für diese eigentlich auch Sachleistung oder Sonstiges. Wir können diese auch in Wohnheim unterbringen. Wir haben alle Belegwohnungen belegt. Wir haben ganz Prolis, ganz Gorbitz, ganz Johannstadt zum sozialen Hotspot gemacht. Wie nennt das Ihre Seite hier? Herausforderungen. Herausforderungen. Sie haben ja keine Herausforderungen meistens. Der Großteil von Ihnen arbeitet nicht mal im privatwirtschaftlichen Sektor, sondern lebt vom Staat. Ja, da kann man immer groß reden, dass die anderen, ja, die Herausforderung, das werden wir schon meistern. Meistern nichts. Sie haben nichts integriert. Wenn ich mir jetzt gerade mal zum Beispiel die grüne Fraktion angucke, da haben wir ganz viele dabei, die sind aus den gebrauchten Bundesländern hier rübergekommen, weil Dresden schön ist. Dresden ist schön. Dresden ist bald genauso schön wie der Ruhrpott. Dort haben wir genau die Integration, die nicht gelungen ist. Die Integration sehen wir auch hier. Wenn wir hier rausgehen, wurde schon erwähnt, Prager Straße oder dahinter, Rundkino. Wir gehen nach Prolis. Ja, wir gehen nach Gorbitz, dort haben Sie hervorragende Integration. Wir haben Schulklassen mit 80% in Richtung, 80% Erstklässler, die einen Migrationshintergrund haben. Dort ist kein Regelschulunterricht mehr. Und das Nächste, Sie reden immer von Geflüchteten. Wir reden von Asylanten. Wir reden von Asylberechtigten. Die haben jedes Recht, hierher zu kommen. Da sind wir bereit, die aufzunehmen. Wir haben kein Problem mit den Ukrainern. Da gibt es sogar freie Angebote vom freien Markt, Ukrainer aufzunehmen. Sind derzeit weiterhin Wohnungen verfügbar für Ukrainer. Aber es wird alles über einen Kamm geschert und das darf nicht sein. Ja? Flüchtlingsgipfel, 1 Milliarde 50 Millionen für Sachsen. Es ist Steuergeld. Einfach nur Steuergeld. Das ist von denen, die hier arbeiten müssen. Warum verlassen so viele Leute das Land, Herr Kiesling? Das sind meistens Leistungsträger der Gesellschaft. Gucken Sie mal auf meinen Lohnzettel, da steht 45% Abzüge. Na? Ich gehe arbeiten privatwirtschaftlich. Na, das ist der Punkt. Da sieht man sofort, was man bezahlt. Und die Leute sind wirklich pappensatt, was sie jeden Tag sehen, wofür die arbeiten gehen. Jetzt wird angekündigt, Rente mit 67. Warum? Weil wir kein Geld haben. Warum haben wir kein Geld? Das ist die gute Frage. Ne? Aber das macht ja nichts. Es wird hier gefordert mit den Ergänzungsanträgen mehr Soziales. Mehr Leute in Sozialen. Ich sage mal so, bestimmte Vereine freuen sich um jeden, der hier zusätzlich kommt, umso mehr Sozialarbeiter haben sie nämlich. Wir haben im Moment 70 Sozialarbeiter für Integrationsleistung. Es kommen zu den 70 noch einige dazu, weil wir mehr Personen haben. Darunter hat auch, wie sagt man so schön, eine Gewinnspanne der Ausländerrat, Afrobea, SUFE und dann gibt es noch einen dritten Verein, vierten Verein. Ne? Das ist alles die Sache. Ne? Und die CDU versucht heute noch, mit dem Antrag, den Sie vor 2 Tagen zusammengeschrieben haben, konservativ zu blinken, obwohl Sie die ganze Zeit links-grün abbiegen. Ich sage nur Klimaschutz etc. Das ist alles nur Wischiwaschi. Und warum machen Sie das? Weil Sie denken, wir müssen noch auf der konservativen Seite, auf der Seite der Bürger, die arbeiten gehen müssen, Geld verdienen müssen, noch ein paar Punkte haschen und nicht nur bei irgendwelchen Klakören, die vom Staat abhängig sind. Danke. Man versteht nur die Hälfte, aber das ist, glaube ich, auch besser so. Denn schon das ist mehr als ausreichend im Sinne dessen, was jetzt. Gibt es einen Geschäftsordnungsantrag, Herr Maloney? Geschäftsführungsantrag nicht, nein. Ich möchte nur, damit die Kolleginnen und Kollegen Zeit haben, das in ihrer Auszeit mit zu berücksichtigen, ich möchte einmal beantragen, dass wir den Änderungsantrag von uns, also von der FDP-Fraktion, die 4 Punkte einzeln abstimmen. Des Weiteren möchte ich bereits, und da würde ich Herrn Dr. Schulte-Wissermann noch mal bitten, darüber nachzudenken, ob wir wirklich namentliche Abstimmung haben wollen, wenn wir einen Stream haben, den sich jeder stundenlang bis zum Erbrechen angucken kann, wo diese Tafel dann immer richtig zoomend reingeblendet wird, kann man sich auch runterziehen. Also das ist, ich weiß nicht, ob wir das machen wollen, aber ich werde oder ich beantrage hiermit, dass wir den Punkt in der Schlussabstimmung dann
den Punkt 5a sowie alle Punkte ab Punkt 11 einzeln abstimmen. Nochmal das letzte, jetzt 5a bis 11 von was? Den Punkt 5a in der Vorlage, also in dem Bericht aus dem Finanzausschuss, sowie dann alle Punkte ab Punkt 11, das sind die ganzen Punkte, die sich aus den Änderungsanträgen ergeben haben, dann in der Schlussabstimmung einzeln abstimmen. Also, ich versuche jetzt auch mal, dass wir dann so langsam in die Kurve der Abstimmungsvorbereitung eintreten. Und auch noch mal abzufragen, was jetzt an Änderungsanträgen da ist. Bisher habe ich für mich registriert, wird aufrechterhalten der Ersetzungsantrag der CDU, den würde ich, ist natürlich weitestgehend noch abstimmen. Was ich nicht zulassen würde, ist das, was Herr Braun beantragt hat, daraus einen eigenen Punkt zu machen und eine punktweise Abstimmung. Das hat mit dem Gegenstand der heutigen Vorlage der Unterbringung nichts zu tun, liegt auch als ein eigener Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung und deswegen halte ich den für unzulässig. Dann habe ich einen Ersetzungsantrag vorliegen und habe verstanden, dass er auch aufrechterhalten wird, freie Wähler, freie Bürger. So, dann habe ich den Änderungsantrag heute vorliegend, FDP, und da war die Bitte, dass wir die punktweise einzeln abstimmen. Dann ist einen Änderungsantrag, das ist in meinen Augen alles das, was fettgedruckt ist, was heute nochmal ausgereicht worden ist von der SPD, zu dem jetzt, was im Ausschussbericht aufgenommen worden ist, nochmal zusätzlich dort Punkte vorzunehmen. Dann habe ich jetzt gerade vorgetragen zum Ausschussbericht, dass wir den Punkt 5a und ab 11 dann einzeln abstimmen. Und es war gebeten worden, ich würde das dann auch in die Geschäftsordnung in der Abstimmung vorneweg machen, die Schlussabstimmung namentlich zu machen. Wenn das eine Mehrheit hat, wird das nichts anderes heißen. Das, was hier angeworfen ist, wird entsprechend so abgespeichert und gut ist, wenn es wenn das eine entsprechende Mehrheit hat. Ich frage erstmal zunächst, ich registriere jetzt mal nie, was hier drüben noch an weiteren Wortmeldungen ist, sondern frage mal, gibt es weitere Anträge, die ich jetzt bei der Aufzählung vergessen habe? Erstmal Herr Genschmer. Hallo, jetzt. Herr Oberbürgermeister, ich hatte es gestern schon im Finanzausschuss gemacht. Meine Stadtbezirksbeiratskollegin Barbara Lessig hat im Stadtbezirksbeirat Prohlis einen Antrag gestellt, den will ich hier gerne abstimmen lassen. Kurze Erklärung, wir sind zwar prinzipiell gegen die Vorlage, wie wir es auch in unseren Redebeiträgen angekündigt haben. Dort gibt es aber eine Vorlage oder einen Vorschlag an alle Einrichtungen, die in der Stadt geschaffen werden, ein Schild anzubringen, wer der Betreiber ist, sodass die Bürger die Möglichkeit haben, bei Hilfeleistungen ist angeboten, bei Fragen sozusagen die Kontaktperson zu finden. Ich glaube, das wäre eigentlich eine Normalität und das will ich gerne hiermit beantragen. So, ich frage mal weiter. Antrag, Herr Lazinski? Ja, es geht im Prinzip unseren Antrag zum Thema punktweise Abstimmung des CDU-Ersetzungsantrages. Sie hatten ja gesagt, dass das dort nicht einzeln herausgelöst werden kann, weil es nichts mit dem Beschlussgegenstand zu tun hat. Gehe ich da richtig in der Annahme, dass diese Formulierung grundsätzlich jetzt gar nicht abgestimmt werden kann, weil sie ja nichts mit dem Beschlussgegenstand zu tun hat, also dass dieser Antrag quasi unzulässig ist? Ja, dass er separat auf der Tagesordnung steht und separat dann heute oder beim nächsten Mal abgestimmt wird, aber jetzt mit dem Gegenstand hier nichts zu tun hat. Also können wir den Passus jetzt bei dieser Vorlage sowieso nicht abstimmen? Zumindest nie mit Wirksamkeit zu diesem Gegenstand. So, weitere Fragen und Anträge, die zu behandeln. So, dann habe ich noch eine Wortmeldung, Herr Pinkert. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich muss sagen, ich habe keine vorbereitete Rede gehabt. Ich werde dann auch manchmal schneller. Es tut mir leid, wenn ein Teil dieses Stadtrates kein Sächsisch versteht. Wenn er nicht hier geboren ist und sich weigert, das sich in dem Sinne reinzuziehen. Ja? Und dann so zu reagieren und zu sagen, hat man eh nicht verstanden.
Ich sage auch nicht die ganze Zeit M oder irgendwas anderes. Ja? Also, selbst wenn ich stottern würde und da vorne stehen würde, müssten Sie diese Äußerung unterlassen. Also ich finde das eines Oberbürgermeisters unwürdig. Danke. Da sind wir uns hier miteinander einig. Die Rede von Ihnen fand ich auch unwürdig und insoweit sind wir ja da zusammen. So, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Wie wir es eingangs gesagt haben, würden wir jetzt in eine 10-minütige Auszeit gehen und dann in die Abstimmung eintreten.
So, meine Damen, meine Herren, bitte die Plätze wieder einnehmen, sodass wir dann in Richtung Abstimmung fortschreiten können. Gibt es aus der Auszeit jetzt noch Antrags, dann erstmal Herr Scholbach, dann Frau Schanetzki. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben jetzt in der Auszeit noch einmal den Bericht des gestrigen Finanzausschusses sowie die heute gestellten Ergänzungsanträge geprüft. Wir sind uns ja sehr bewusst, dass es heute eine bedeutende Entscheidung ist mit nicht unerheblichen Konsequenzen für diese Stadt und für viele, viele Menschen. Und wenn wir uns anschauen, der Finanzausschuss hat ja gestern eine intensive Arbeit geleistet. Es ist uns als Fraktion Die Linke gelungen, 6 Vorschläge zu verankern im Finanzausschussbericht, insbesondere jenen zur Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus. Das ist für uns ganz elementar. Und deshalb darf ich ankündigen, insofern der Finanzausschussbericht vom gestrigen Tage heute hier eine Mehrheit findet und auch angesichts Ihrer Ankündigung, Herr Oberbürgermeister, dass Sie unseren Vorschlag zu den Stadtbezirksbudgets auch noch mit in die Verwaltung nehmen und das dort aufgreifen werden, kann ich hier ankündigen, dass die Fraktion Die Linke, sofern der Finanzausschussbericht hier im Stadtrat heute eine Mehrheit erhält, geschlossen dann der so geänderten Vorlage ihre Zustimmung erteilen wird. Vielen Dank. Frau Schanetzki. Ich möchte nur beantragen, dass der Änderungsantrag der SPD punktweise abgestimmt wird, beziehungsweise dass der erste Punkt extra abgestimmt wird, dann kann der Rest im Block folgen. Danke. Gibt es noch weitere Anträge? Herr Hanig. Im Hinblick auf das, was der Kollege Schreibach unerwarteterweise gerade gemacht hat, beantrage ich geheime Abstimmung, weil ich das Gefühl habe, dass im Vorfeld hier schon festgelegt wird, welche Fraktion wie abstimmt und ich mir nach dem bisherigen Abstimmungsverhalten der Fraktion Die Linke nicht sicher bin, ob bei einer geheimen Abstimmung nicht der eine oder andere doch anders abstimmt. Also ich werde mit Nein abstimmen. Ich habe da keine Sorge, das öffentlich zu machen. Also für eine geheime Abstimmung liegt überhaupt gar keine Begründung vor. Eine namentliche werde ich dann abstimmen lassen. Sie hatten jetzt so zwischengerufen, Sie wollten FDP oder SPD? Beides. Okay. Wir waren uns kurz unsicher, ob das beim FDP-Antrag schon beantragt war. Bei der FDP war es schon beantragt, ja. Und bei der SPD war jetzt, hatten Sie gesagt, den ersten Punkt extra und dann den Rest zusammen. So, dann werde ich mal versuchen, das zu ordnen. Also, beginnen wir mal mit den weitestgehenden Sachen. Der erste, was ich zur Abstimmung stellen würde, ist die jeweiligen Schlussabstimmungen, was auch immer es ist, dass die namentlich erfolgen. Das war beantragt worden und das würde ich Sie zunächst fragen, inwieweit Sie das wünschen. Danach würde ich die beiden Ersetzungsanträge, erst CDU und dann Freie Wähler, zur Abstimmung stellen und dann durch die einzelnen Änderungsanträge gehen, FDP, SPD und dann auch nochmal den von den Freien Wählern. Und dann kämen wir zur Schlussabstimmung. So, dann wer für die namentliche Schlussabstimmung ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Sollte es Einzelpunkte sein, sind das natürlich jeweils einzelne namentliche Abstimmungen, damit gut, das ist klar und deutlich. 64 Ja-Stimmen, eine Enthaltung. Würden wir die jeweiligen Schlussabstimmungen dann namentlich machen. Dann als weitestgehenden Antrag zunächst den Ersetzungsantrag CDU. Wer dem Ersetzungsantrag CDU zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
13 Ja, 49 Nein, 4 Enthaltung, hat keine Mehrheit bekommen. Wir sind damit beim Ersetzungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Vier Ja-Stimmen, 58 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen, hat damit auch keine Mehrheit bekommen. So, jetzt kommen wir damit auf Basis des federführenden Berichtes, also Finanzausschuss, jetzt zu den Änderungsanträgen, die heute hier nochmal gestellt worden sind. Und da beginne ich mal mit dem Änderungsantrag, weil ich als erstes hier da liegen habe, FDP. Da würde ich jetzt so handhaben, da ist ja punktweise von allen Einzelpunkten gemacht. Ich würde mal auf den 5a verzichten, weil da wäre beantragt, vor einer Schlussabstimmung das punktweise zu machen. Damit komme ich zum selben Ergebnis. Also die Streichung würde hinten dann bei der Punktweise in der Schlussabstimmung ja de facto dasselbe Ergebnis bringen. Und würde mich jetzt mal auf die ergänzenden Punkte 11, 12 und 13 konzentrieren und die waren punktweise beantragt. Ja, ich habe hier tausende Varianten, dann nehmen wir ja. Nehmen wir die 19, 20, 21, sind dieselben Inhalte, aber jetzt nochmal angepasst auf die Vorlage. Also, diese 19, 20, 21 würde ich jetzt punktweise abstimmen. Zunächst in der Ergänzung, wer für den Punkt 19 ist, den bitte ich um das Stimmzeichen.38 Ja-Stimmen, 28 Nein, eine Enthaltung, hätte damit eine Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Punkt 20. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Fünfzehn Ja, 51 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zu 21, da geht es um deine Packhofstraße, Defkinstraße, also Satz für den Alt-Gurbitzer Ring zu prüfen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das sind 42 Ja-Stimmen, 24 Nein, eine Enthaltung, hat damit auch eine Mehrheit gefunden. So, dann kämen wir zum nächsten Antrag, das ist der von der SPD. Da war gebeten worden, den ersten Punkt separat, da gehe ich mal davon aus, das ist der, wo es hier um Weißig geht. Dann darf ich diesen Änderungsantrag im ersten Punkt zur Abstimmung stellen und da fragen, wer dem entsprechend zustimmen möchte. Siebte 17, 32, 17, damit hätte das keine Mehrheit gefunden. Und jetzt kommen wir zu dem kompletten Rest des Antrages. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Vierunddreißig Ja, 28 Nein, 5 Enthaltungen.
Aber damit hätte das eine Mehrheit gefunden. Danach habe ich jetzt noch den Ergänzungsantrag Anfügung von Freien Wählern zu sagen, dass in allen Einrichtungen die Betreiberadresse, die Ansprechpartner angebracht wird an den Einrichtungen. Wer diesem Ergänzungsantrag folgen will, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Achtzehn Ja, 45 Nein, 4 Enthaltungen, hätte damit keine Mehrheit gefunden. Damit hoffe ich jetzt erstmal alle Änderungsanträge erfasst zu haben. Ist mir irgendwas durchgegangen? Nein. Dann kämen wir jetzt in den Prozess der Schlussabstimmung. Bei der Schlussabstimmung ist mal gewünscht worden, dass ich den Punkt 5a separat abstimme und die Punkte 11 bis 18 jeweils separat abstimme, also einzeln. Ich würde mal das, was wir danach noch ergänzt haben heute, jetzt nie nochmal einzeln abstimmen, weil das haben wir ja gerade jetzt hier mit Mehrheit gemacht, sondern jetzt nur diese Punkte. Ich würde es so handhaben, dass jeweils diese Einzelpunkte, die jetzt gebeten waren, die würde ich zunächst erstmal machen, so habe ich es gestern auch im Finanzausschuss gemacht, das sind jeweils dann die Schlussabstimmungen dazu, deswegen würden die namentlich erfolgen, wir würden das entsprechend festhalten. Und am Ende würde ich den ganzen noch verbleibenden Rest machen, der noch nicht jetzt in den gewünschten Abstimmung drin gewesen. Das ist allen klar? So, dann beginne ich mit dem Punkt 5a. Wer dem Punkt 5a zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. 5a. Das ...35 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 11. Wer dem Punkt 11 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt das Stimmzeichen. ...34 Ja, 28 Nein, 5 Enthaltung, damit so beschlossen. Dann kommen wir zum Punkt 12 und darf fragen, wer hier diesem Punkt entsprechend mittragen will, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. ...34 Ja, 28 Nein, 5 Enthaltung, damit ebenso beschlossen. 4, Entschuldigung. Ich hatte das jetzt abgeschrieben von dem Vorhergehen. Stimmt, 4 haben vollkommen recht. Korrigiert, ändert aber nichts am Ergebnis. So, dann haben wir den Punkt 13. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um die entsprechende Stimme. 34, 28, 5. Also damit ebenso beschlossen. Wir kommen zur Beschlussfassung über den Punkt 14. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. 34, 28, 5, ebenso beschlossen.
Und dann haben wir den Punkt 15. Wer dem Punkt 15 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ebenso 34, 28, 5. Wir kommen zum Punkt 16. Wer dem Punkt 16 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Jetzt kommen wir zum Punkt 17. Wer dem Punkt 17 zustimmen möchte, den bitte ich um das Stimmzeichen. Und dann haben wir den Punkt 18. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Wird damit auch beschlossen. Und jetzt würde ich auch die Schlussabstimmung über die restlichen Punkte einmal des federführenden Ausschussberichtes machen, ergänzt auch um die Punkte, also das ist dann der hintere Teil des SPD-Antrages und der Punkt 19 und 21 aus dem FDP-Antrag in der Gesamtheit. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das auch angenommen und dadurch alle entsprechenden Anträge bearbeitet und mehrheitlich die Vorlage beschlossen. Vielen Dank Ihnen dafür. War eine intensive Debatte gewesen, aber ich glaube, mit einem guten Ergebnis für die Stadt. Dafür ein herzliches Dankeschön fürs engagierte Mitwirken. Mit dem Blick auf die Uhr ist das eingetreten, was ich auch erwartet habe, dass 22 Uhr überschritten ist und wir damit an dieser Stelle heute hier die Stadtratssitzung beenden. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und dann einen schönen Feierabend.